Ne, die Odds sind schon okay, aber die sind nicht... Also der Schillerpin funktioniert halt mit denen nicht. Also die Odds sind schon fein, aber... Also es ist halt trotzdem nicht ultra geil, aber es macht halt Spaß, weil wir alle zusammen handeln können. Und sobald wir die 40 Dick da aktiviert haben, dann, was sind die Odds denn? Ich glaube 1 zu 2000. Also ab in den Untergrund-Chat. Also sind nicht wirklich krass hoch, aber es macht halt Spaß, weil wir es so als Community zusammen machen. Das ist halt das Coole. Soll mich auch nicht so schreien. So. Wollen wir währenddessen callen? Können wir gerne machen. Oh, Dick-Tri! Dick-Tri ist big. Sorry, hättest du auch Abra. Ich habe heute nicht mehr weitergemacht. 2000 habe ich. Ich bin noch bei 2K. Junge, du gehst ja durch deine Webcam. Ja, warte. Ich muss hier gerade ein bisschen was einstellen noch. Ich bin ja gerade wieder bei meinen Eltern. Wie ist das? Ah, Gott, Richard, was geht? Also, nehme ich persönlich. Ich hab dir das Team übrigens bereits geschickt. Dann. Das ist geisteskrank. Ich habe 3 BO3s gespielt. War gut, ja? Alle gewonnen? Ja, war gut. Ja. Okay. War auch keine Challenge. Oh, Masel war gerade bei mir in der Lobby. Chat, ihr müsst jetzt alle rein in die Lobby. Also, eben war das. Wir scheinen ja. Ja, wir müssen alle rein in die Lobby. Wir müssen zusammen Dick da suchen, Chat. Imagine, ich habe das Game durchgespielt. Hast du noch ein besseres Mikro, Michi, als das? Ich muss nur kurz hier mich connecten auf dem PC. Ich bin gerade auf dem Handy dran. Ja, okay, das ist entspannt. Weil du klingst wirklich so, als würdest du durch eine Dose reden. So Dosentelefon-Vibe. Oh, Dick-Tri! Ja, Dosen sind schon... Also, hast du das gegen Dosen? Als Mikrofon finde ich die nicht so geil, ja. Hm. Wie komme ich in die Lobby? Ihr müsst beim Forschersack mit Passwort suchen. Und dann Ausrufezeichen Untergrund 1308 1308. Und dann müssen wir hier die Dick-Tri farmen wie kein zweiter. Okay. Passt. Und dann, das Beschissene ist, ihr seht in der Overworld nicht, ob die shiny sind. Ihr müsst dann da auch reinkommitten. Mann, Chat, als ob Forschersack so ein witziges Wort ist. Oh, Dick-Tri. Dicker! Oh, ich bin so am Smurfen gerade, holy shit. Ihr müsst euch beeilen, wir sind kurz davor. Okay, wir sind nicht kurz davor. Wir sind kurz davor, die 40 zu knacken. Sei mal dein Forschersack. Forschersack. Und dann müsst ihr, ab dem Zeitpunkt, wenn wir die alle voll haben, rennen wir in jedes Pokémon rein. Und dann checken wir die ab. On stream. Wie sah das für die nur pink aus? Nein. In der Overworld kann die gar nicht shiny sein. Oh, Nachti ist... Du siehst ein bisschen sehr wank. Kannst du ganz kurz die Friend-Request, die du eben bekommen hast, öffnen, also annehmen? Ja, Sekunde. Soll ich es hinterfragen oder soll ich es nicht hinterfragen? Ich hinterfrage es nicht. Okay. Oh, moin! So, und jetzt, warte. Nein, Hilfe. Ich kann man die Shinies im Untergrund? Man muss die encountern. Wir müssen die dann encountern. Ich hoffe so sehr, dass jemand von uns einen Shiny findet. Das wäre so cool. Die andere Person soll da oben. Wir müssen uns gleich splitten. Oh, Schnatu. Ich weiß doch gar nicht, in welche Dings ich dann gehe. Muss Call wechseln. Okay, warte. Dein Audio-Dings. Okay, warte. Der Stream.
Liegt da. Du schaffst es mich, ich glaube nicht. ...25 schon, Chat? Okay, okay, okay. Wenn wir gleich echt... Wenn noch ein paar Leute die Lobby joinen, wäre über Banger. Dann geht es so schnell. 27. Dann grinden wir das ab. Hier haben wir noch einen. Einer sollte auch, glaube ich, unten links hin. In die Dings. 29. Okay, es löbt langsam, Chat. Es löbt. Ich glaube, der Lachs. Dann callt Timo mich. Nein, Sektornado. Wie kann man wieder nach oben gehen? Ich glaube, wieder auf den Forschersack klicken oder so. Oder Y Select, irgendwie sowas. I hate it here. 30 schon, Chat. Okay, okay. Big, 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 big. Gleich erste Happy Hour. Y war es. Okay, okay, okay. Ist hier eine Person? Nee. Warte, was ist das? Seine Geheimbasis? Das ist die Geheimbasis von Thomas. Scheiße. Nicht Thomas. Dicker. 33, Chat. 33. Postchamp, Postchamp, Postchamp. Nein, Richard, als ob. Das ist sad. Oh, es kam Rupt und Pionskora. Gleiger wäre auch Big Shiny. Oh, 36, Chat. 36 von 40. Ihr müsst jetzt da alle reinjoinen. Gleich ist Happy Hour. Oh, 37. Noch ein Diktri und wir haben's. Ist jemand AFK? Was für AFK? Hier wird nicht AFK rumgestanden, Chat. Einer noch, einer noch, einer noch. Wir müssen hier grinden. Dein Popo hat den... Oh, 40, Chat, es geht los! Es geht los, es geht los, es geht los, es geht los, es geht los! Ich muss wieder wechseln, sofort! Gerade schlechtes Timing. Fukano habe ich schon. Wieso schauen wir uns an? Jetzt wird Shiny Hunted. Oh Gott. Hallo? Jetzt passt das, oder? Nee, du redest immer noch durch dein Handy. Wow, what the fuck, man? Ich bin so sauer. Och, man. Chat! So sauer. Hey, ich bin... Ja. Also, ich bin ganz... Ich hasse es hier. Ich zieh wieder um. Spaß. Nein, die legt da absolut keine Ahnung. Ich weiß nicht. Das sind 5 Minuten, glaube ich. 5 Minuten. 5 Minuten. Ich weiß. Oh, ich bin weg. Aber warum funktioniert das denn nicht? Ich habe hier eigentlich alles genauso wie... Ne? Chat, wenn ihr einen Shiny habt, müsst ihr sofort im Chat schreien. Da müsst ihr sofort losschreien. Aber wie ist das eigentlich, wenn man in demselben Raum ist und dann einer einen Mon nimmt? Also, die spawnt das dann bei dem anderen, oder? Mons, actually. Achso, also hat jeder so eine eigene Welt. Das kann sein, ja. Also da war gerade eine Person in einem Mond drin, das ich nicht gesehen habe. Ja, ich seh's. Da oben schon wieder, ja. Ich glaube, jeder hat seine eigenen Mons. Ja. Nein, hier ist nix. Das Lava-Areal. Das Vulkano will ich halt nicht, aber jeder hat seine. Ich muss, glaube ich, nochmal raus und wieder rein. Dankeschön, du. Dankeschön. Ich will wirklich, dass jemand von uns einen Shiny findet. So unwahrscheinlich ist es nicht. Paflam. Ich meine, wie viele sind jetzt gerade drin? Schon über 10, oder? Wer von euch ist alles in der Lobby drin, Chat? Ich sag mal, in so einer Happy Hour Encounter mir so, I guess, alle zusammen so 100 bis 200 Mons. Vielleicht sogar mehr. 1 zu 2000 sind 10 Dings. Oh, Flemly. Das ist schon gut. War jetzt. Vor allem, wenn wir später, wenn wir einige in der Lobby drin sind und dann, und die Dicta kriegen wir dann fix voll. Mhm.
Das ist noch ein Panflam. Cargo, beide big. Ich finde Score, brauche ich nicht. Ich hoffe so sehr, dass jemand Shinies bekommt, wirklich. Das wäre das Geilste. Das wäre echt wild. Echt ein bisschen schade, dass man nicht so das auf der Overworld sieht wie ein Karo. Ja, ja, das wäre übergeil. Ist fein. Safe, safe, safe. Glaubst du, du kriegst dein Mikro noch gefixt? Mir fallen gerade keine Optionen. Weil es klingt halt schon wirklich wack, leider. Dann ist wohl heute kein, ne? Genau. Scheiße, es tut mir leid, Michi. Aber morgen hören wir uns ja safe während der Global Challenge, würde ich fühlen, wenn wir da währenddessen callen. Dafür müsste ich ja zu Hause sein. Ach so, du spielst die Global Challenge dort, oder was? Yes, ich bin jetzt generell bis Dortmund bin ich hier. Na gut, Michi, vielleicht kriegst du es ja irgendwie... Wobei, morgen Abend bin ich kurz wieder bei mir zu Hause. Okay. Dann können wir da nochmal ein bisschen starten. Das wäre cool. Yes. Dann kannst du ja, also ich weiß nicht, wie genau dein Plan dann so aussieht für Global Challenge, also wann du, also wie viele Games du an welchen, also machst du einfach 15 pro Tag oder machst du alle am Sonntag? Oder? Kann man alle am Sonntag machen? Ja, 45. Also du... Kompletter Marathon. Okay, okay, ich check. Ja, werde ich wahrscheinlich morgen entscheiden, wie ich Bock habe. Wenn ich morgen tilted bin nach 8 Games oder so, dann sollte ich dir da wahrscheinlich nicht weiterspielen. Yeah, korrekt. Ja, okay. Na gut, Michi, dann hören wir uns später. Bis später. Tschüss. Ciao. Ja, hat ja nichts mit Rausbomben zu tun, Ace. Oh, okay, Happy Hour ist vorbei. Wir müssen den Diktator sammeln. Ja, aber für den Stream ist halt trotzdem ungeil, wenn so Handy-Qualität und so weiter. Da habe ich schon so ein bisschen Ansprüche. Okay, wir müssen wieder Diktator sammeln, Chat. Let's go. Wieder rein in den Grind. Oh, da wurde schon eins direkt gesammelt. Ich will sehen, wie die Anzeige später so richtig hochballert, wenn alle suchen. Da habe ich über Bock drauf. Da haben wir eins, Chat. Da haben wir schon drei. Ich hätte Timo auch mal rausgemobbt. Ehrlich so. Ich muss da schon konsequent. Let's go, Domi, let's go. Big. Auch wenn es pfeift, sind die Monster in dem Raum noch mit höherer Chance. Okay, Chat, habt ihr es gehört? Das ist wichtig. Das müssen wir uns merken. Falls ihr dann noch nicht in dem Raum alle encountert habt, dann könnt ihr dann noch weiter encountern. Das ist ein wichtiger Side-Fact. Okay, schon 7, 8, big. Ich will wirklich, dass wir heute Shinies finden. Das wäre mir egal, wer. Das wäre aber das Coolste. Die Monster werden beim Betreten des Raumes generiert. Okay, das ist gut zu wissen. Nice, sehr schön. Big, 13 schon. Das geht echt fix, ne? 14. Jetzt gleich will ich hier einen Digtri sehen, Chat. 15. Ach so, genau, Lou, ich wollte dir das sagen, wie das funktioniert. Genau. Also, pass auf. Wir sammeln oben links, siehst du, haben wir 15 von 40. Das heißt, wir sind alle Grid, die gerade zusammen im Untergrund sind. Wir versuchen, eine Chain von 40 Dicta aufzubauen. Und in dem Moment, wenn wir 40 Dicta, /Dicta eingesammelt haben, dann kommt so ein Pfeifen. Und dann haben wir erhöhte Shiny-Chance. Haben wir eine erhöhte Shiny-Chance auf alle Pokémon, die wir encountern. Die ist nicht insane hoch. Es gibt deutlich schnellere Shiny-Hunt-Methoden. Aber es macht einfach Spaß, weil es so ein Gefühl ist, mit der Community zusammen zu Shiny-Hunten. Und das ist halt das Coole. Einfach, dass es möglich ist, finde ich sehr, sehr funny. Oh, 22, 23, big Chat. Big. 24. Ich habe auch noch einen Diktri 27. Yo, jetzt wird ihr aber hochgefahren. Holy shit. Und das war, ich finde den Gedanken daran einfach sehr witzig und spaßig. Und das Coolste wäre natürlich, wenn Leute von uns dann natürlich auch noch Shinies finden. Nein. Ich war noch gerade im Call mit Michi und ich wollte Michi noch abwürgen. Als sein Mikro nicht so geil war.
Es tut mir leid. Nein, 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 nein. Da musst du dir keine Gedanken machen. Ich hatte eben schon im Kopf, okay, ich antworte dir gleich darauf, ich erkläre dir das gleich, weil ich wollte dir das erklären. Auch nochmal für alle Leute, die es jetzt halt nicht kannten. So ein Hater. Mann, Chat. Jawohl, Pick 32. Ich liebe Michi, das weißt ihr. Weißt ihr? Ah, komm. Ja, komm, scheiß drauf. Michi ist cool. Das will ich sagen. 36. Oh. 37. 38. 38. Okay, komm schon, komm schon. 39. Einer noch, einer noch. Boah, da oben ist ein 40, 40, es geht los. Es geht los. Ich gehe da oben in den Splitted-Raum. Der ist big. Der ist big. Let's go, let's go, let's go. Oh, war da Rabauts? Oh, big. Nidoran, Rabauts, big, 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 big. Okay, 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 okay. Nice, 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 nice. Good luck an alle. Hallo Dark Knight, was geht? Good luck an alle, Chat. Wir Shiny hatten gerade alle zusammen, yes. Falls ihr mit Shiny hatten wollt, startet gerne Strahlende Diamanten, leuchtende Perle. Kommt mit in den Untergrund. Passwort ist 1308, 1308 und dann Shiny hatten wir alle gemeinsam. Das ist übercool. Ich brauche keinen Raupen. Ich dachte kurz, der ist golden. Du kommst nicht in die Lobby. Warum nicht, Richard? Ich glaube nicht, dass die Lobby irgendwann voll sein kann, oder? Ich glaube nicht. Na klar, na klar. Hier sind auch gar keine Chibi mehr. Ich glaube nicht, dass die Lobby irgendwann voll sein kann. Kannst ja auch so in so eine riesige Online-Lobby reingehen. Aber gönn. Kann jemand anderes testen gleich, ob man noch reinkommt? Online-Lobby mit Randos. Ja, das ist ehrlich Arsch. Arnotz. Oh, Sonnenfüll. Hätte mir auch nicht mehr wirklich gefehlt. Also ich habe den in einem Meisterball gefunden. Das ist halt ein bisschen Arsch. Welser fehlt mir. Mein erstes Shiny in den Game war Shiny Onyx, aber das hat mich vernichtet. Mein erstes Shiny in Game war letztens Shiny Zubat. Ja, wobei. Mein erstes Random Shiny. True Ace. Vielleicht gibt es doch Begrenzung, oder? Ah, du kommst auch nicht rein, Lord. Wollt ihr mal googeln, ob es dort eine Begrenzung gibt? Ich glaube, das geht ja eigentlich relativ fit, das mal schnell zu googeln. Für uns gerade schwierig in der Happy Hour. Das wäre echt kacke. Knackser, Blanas, okay. Ich glaube nur bis zu 4 Spieler oder so. Nein, das wäre ja über weird. Wir sind ja locker mehr als 4, wie viele da oben gerade gejoint sind. Wenn hätte ich eher. Ich habe ja eben gefragt, wer ist alles in der Lobby. Da waren ja schon fast 10 Leute, die ich geschrieben habe. Ich glaube, es gibt eine Begrenzung von 20 oder so. Als ob wir schon 20 in der Lobby sind. Also würde ich überfühlen. Aber sind wir schon 20? Das kann man ja bestimmt ergoogeln. Ist ja bestimmt auch nach und nach dann wieder Plätze frei, falls es eine volle Lobby ist. 20 wäre krass, wenn wir 20 Leute wären. So, ich resette gleich kurz den Raum. Weil ich glaube, Happy Hour geht nicht mehr so lange. Und wenn ich die jetzt gleich noch generieren könnte, neu generieren könnte. Entweder 8, 16 oder 32. Wäre das echt big. Noch haben wir Happy Hour, noch haben wir Happy Hour, noch haben wir Happy Hour. Komm schon, komm schon, komm schon.
Ja, bis 22 Uhr hätte ich auch gedacht, dass... Nein, nicht Hut. Bitte sei nicht scheinbar. Okay. So, jetzt ist mein Raum ja generiert. Ab dem Zeitpunkt, wenn ihr in den Raum reingeht, ich würde euch empfehlen, nochmal neu in den Raum reinzugehen, wo ihr gerade drin seid, Chat. Und dann können die alle noch shiny sein. Okay, okay, das meine ich nämlich. Das meine ich nämlich. Falls ihr jetzt nämlich wieder neu in den Raum reingeht, dann passiert nichts. Das heißt, die können dann schon mal dick da handeln. Ich werde vielleicht den Raum hier noch ein bisschen abchecken. Und dann suche ich auch sofort weiter. Aber wenn ich die hier jetzt schon generiert habe, dann muss ich hier auch durchziehen. Ich glaube, alle Leute checken gerade wahrscheinlich noch ihren Raum ab. For real, Nosse, for real. Same. Denke ich mir auch, wirklich. Ich muss ehrlicherweise gestehen, ich finde... Genau, unbedingt in den Discord posten, falls ihr was gefunden habt. Okay, immerhin, Rick, immerhin. Oh, war noch ein Sonnenfüll. Echt? Jonas ist, glaube ich, nicht da. Bin mir unsicher. Vielleicht im Lurken oder so. Oh, Ledian. Ich würde gerade echt gerne mithelfen, Chat. Genau, war für mich so ein halbes Jahr lang. Echt, Richard? Boah, für mich ging es so schnell rum. Hab ich noch die ganze Live, ne? Ich glaube, ich eher wie erst Februar sein kann. Es fühlt sich an, als wäre nächste Woche mein Geburtstag. Aber bis dahin auch noch ein wenig. Echt? Crazy. Okay, das ist big, Rick. Das ist big. Ich meine, die Gegner erfüllen sich echt schnell. Das ist echt cool. Vielleicht kann ja immer eine Person, wenn sie rausgehen sollte, sagen, yo, ich dippe aus der Lobby raus, dass ihr dann wisst, dass safe ein Platz frei wird. Ihr müsst ja nicht durchgehen die ganze Zeit testen. Also es gibt schon ein paar Lurker, die auch drin sind. Die müssen, also ne, ihr müsst euch nicht dazu verpflichtet fühlen zu schreiben. Ich glaube, das wäre ganz cool, yo. Pokémon Website sagt maximal 8 Player. Okay, dann sind wir wahrscheinlich gerade 8 Leute in der Lobby. Gummus Gorme. Es werden nach und nach aber bestimmt wieder Plätze frei, Chat. Ja, ja. Der Tag an nämlich 21 werde, kommt näher und näher. 21. Ich bin so alt. War erst 20. Ah, jetzt noch das Sonnenfüll. Okay. Letztes Mal. Okay, Opa. Sorry, Opa. 21, ja. Aber 21 werde ist ja auch nochmal eine krasse Schippe. Okay. Ich helfe jetzt wieder mit. Die dürfen Leute mit 21 schon alleine Bahn fahren. Gemein. Oh, hinter mir ist eine Person. Oh, 28. Das fühlt sich so schnell, ist so geil. Und bringen die NPCs irgendwas? Nee, ne? Leider nein. Und einmal noch nicht geguckt habe. Okay. Oben links war die Person, glaube ich. Ne? Glaub schon. Ich werde jetzt nicht die ganze Zeit in den großen Raum campen. Ich glaube, ich würde auch lieber in ein anderes Doppelareal reingehen wollen, als in das dort links. Such mir mal ein anderes Doppelareal. Aber ich werde auch nicht die ganze Zeit da rum campen. Gummus, komme! Lieber cool. Oh, 38, Chat. Gleich next round. Echt schnell, ne? Was macht ihr? Wir shiny hatten gerade. Oh, 40. Let's go.
Haben wir jetzt das kleine Graswasserareal. Wir shiny hatten gerade alle zusammen. Oh, Hydropi gibt's hier. Und Munchlax, beides geil. Aber ich brauche keinen Munchlax mehr. Wie genau machen wir den Bums jetzt? Also, man joint hier in die Lobby. Passwort ist 128128. Wir haben aber leider gesehen, dass es einen Cap von 8 Leuten gibt. Das heißt, ab und zu werden wahrscheinlich neue Leute lieben, ab und zu werden neue Leute reinkommen, etc. pp. Und sobald man alle Dicta eingesammelt hat, hat man dann die erhöhte Shiny-Chance. Das ist sehr cool. Oh, hier ist jemand. Wir die first. Boah, ich absolut gar nicht, aber ich will schon alles mitnehmen. Ich will dieses BDSP-Shiny hier haben im Untergrund. Ich stelle mir das richtig cool vor. Noch nicht, nee. Ich habe gesagt, ich mache die nach BDSP, weil ich die Leute nicht länger warten lassen wollte, weil wir 20 Uhr gesagt hatten, weißt du? Das ist leider das Problem. Aber sofort nach dem nach den Dicta mache ich die alle ready. Sammelt man die als Gruppe oder? Man sammelt die als Gruppe. Yes. Stark, Ace. Oh, Lydia. Man könnte noch eine zweite Gruppe aufmachen, theoretisch, ja. Das ist, glaube ich, smart. Chat, gibt es ein paar von euch, die noch nicht in der Gruppe sind? Und nicht reinkommen, weil sie voll ist? Dann könnt ihr eine zweite Gruppe aufmachen. Ist auch offen. Auch mit 1208, 1208. Richard? Funktioniert es? Ja, okay, das ist big. Das ist sick. Okay, das ist cool. Das ist ehrlich cool. Was ist noch ein TikToker? Komm in die Gruppe. Let's go. Das ist sehr cool, dass es geht. Okay, ich resette den Raum. Wahrscheinlich nicht mehr so lange. Ihr solltet gleich auch nochmal Raum resetten, Chat. Hydropi. Alles gut, Michi, gar kein Stress. Hotdog BDSP, schönste Pokémon Switch spielen neben Snap. Das ist wirklich ein Hotdog. Ich sag, let's go. Ich check den Vibe von BDSP. Es hat halt auch so einen eigenen Vibe, aber ich finde Let's Go auf jeden Fall hübscher. Resette ich den Raum nochmal? Vielleicht ja. Wahrscheinlich ist es noch. Ich gehe jetzt bestimmt raus und dann hört es auf. Okay. Big. Raum mal reset. Komm. Mein Ranking ist so Snap, Let's Go, Sunshield, BDSP, Scarlet, Violet. Boah, müsste ich mir gleich Gedanken drüber machen. Ja, das stimmt. Also ich mag auch die Wassertexturen, die finde ich auch irgendwie sehr hübsch. Das wirkt alles so ein bisschen wie so Knete. Das finde ich irgendwie ein bisschen hübsch, als hätte man so Stop-Motion-Sachen gemacht. Oh, okay, perfekt. Du hast Shiny Shiggy bekommen, Elektrogott, wirklich? Let's go! Big. Mach am besten ein Foto davon und schick es auf Discord in den Pokémon-Raum. Nur danke für den Follow. Das ist big. Das ist sehr, 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 sehr cool. Dann auch noch ein geiles Shiny. Also halt Starter-Shiny, ne? Kein geiles Shiny, aber ihr wisst schon, was ich meine. Wenn ihr NPN60 Games und Virtual Console zählen, dann noch beide Kolosseum-Teile. Du meinst Stadium-Teile, ne?
Aber wirklich, ich wünsche mir so sehr Virtual Console 1 bis 3. Lohnt es sich noch zu joinen? Safe, wir haben mehrere Lobbys offen. Sobald die Lobby geschlossen ist, also so voll ist und wir 8 Leute in der Lobby sind, dann geht ihr automatisch in die zweite Lobby rein. Also ihr könnt gerne joinen, einfach Ausrufezeichen Untergrund und dann joint ihr in die Lobby. Und dann immer schön dick da einsammeln, wie gesagt. Schön dick da einsammeln, alle als Gruppe. Aber wenn ihr noch während der 40 dick da, 40 dick die im Raum drin seid. Ich habe noch niemanden gehört, der Stadium und Kolosseum verwechselt. For real, oh Gott. Na, ihr checkt. Ist hier noch irgendwo ein Mon? Oben im Wasser oder so, maybe? Ja, nicht so, ne? Wie lange ist die Person hier in dem Kampf drin? Ist es die Person mit dem Shiny Shiggy hier? War es Elektrobot? Maybe. Dick da! Boah, ich bin so froh, mir in Zukunft, Chat, alle Games nur noch Physical zu holen. Wirklich, mir ist es jetzt mittlerweile wirklich egal, Sachen wirklich komplett um 0 Uhr zu Release zu spielen. Es ist mir wirklich mittlerweile egal. Ich habe das selber nämlich teilweise auch und mich fuckt es ab, dieses, also auch für mich selber, die ständige, oh nein, ich muss es noch downloaden. Das ist wirklich das Schlimmste. Ja, ist auch viel geiler, die Physical zu haben, hundertprozentig. Ich habe mir jetzt sogar extra, ich habe mir ja Mario vs. Donkey Kong geholt, Chat. Das werden wir auch on Stream spielen. Und ich habe mir das sogar beim meinem Nintendo Store geholt, weil da gibt es nämlich noch, ich weiß nicht, ob Sticker waren, irgendwas war noch dabei. Und es gibt einen Mario vs. Donkey Kong Puzzle dazu. Aber es gibt Mario vs. Donkey Kong Puzzle dazu. Das finde ich übercool, sowas. 1000 Teile. Ich weiß nicht, wie viele Teile das Puzzle hat. Aber trotzdem finde ich es cool. Oder so Baby-Version, keine Ahnung. Aber das ist was, ich würde das Puzzle wahrscheinlich machen und dann in einem Bilderrahmen an die Wand hängen. Ist halt sick. Ist halt auch ein Unikat, ne? So, das kriegst du halt später dann auch nicht mehr. Ist halt übercool. Also finde ich persönlich. Kann natürlich auch mit der Meinung alleine sein. Aber, habe ich einen Quick Follow. Ich weiß echt nicht, ob das da oben in dem Raum Elektrogott ist in dem Kampf oder ob da jemand AFK chillt. Chat hier nicht AFK chillen, dann könnt ihr auch die Lobby lieben. Das Elektrogott ist okay. Ja, und die Karte, man, ihr weißt schon, was ich meine. Also, du weißt auch, was ich meine. Ja, Moment, du checkst auch, was ich meine. Ja, auch so gottlos geile hohen Lugia-Figuren zum Markus Silver Release. Yes. Unsere Wohnung später wird so pretty safe. Hundertprozentig. Ich finde das richtig cool. Ich bin noch am Fang, bis es schwierig startet. So, okay, wenn du das bist, dann mache ich kein Auge. Dann gar kein Stress. Dann gar kein Stress. Hauptsache nur nicht AFK sein. True Scorbe. AFK sein ist wack. Wenn wir hier so als Gruppe sowas, hinbekommen müssen. Achso, wenn ihr mal kurz pinkeln geht oder so, ne, dann juckt. Wie hoch sind eigentlich die Odds? Ja, ich glaube 1 zu 2000. Also es ist wirklich nicht riesig, aber es macht einfach Spaß mit der Gruppe zu... Oder 1 zu 1000, ich weiß nicht genau. Es macht einfach Spaß mit der Gruppe zu handeln. Oh, 39 Chat. Und da ist die Pfirsich. Let's go.
Das stimmt wohl, Ace. Boah, Pelipper würde ich auch überfühlen. Oh, hier, Elektrogott hat sein Shigi reingepostet. Sick, 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 sick. Sehr, 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 sehr cool. Ich schau mir Fukano an, auch wenn ich ihn wirklich nicht brauche. Aber wenn wir jetzt Shiny hinbekommen, dann... ist sick. Ich sag Switch auch immer noch ehrlich, coolste Konsole, wirklich. Klar, von der Leistung her brauchen wir nicht drüber reden. Ist nicht so geil. Aber Exclusive-Titel, wahrscheinlich mit einer der geilsten Konsolen. Da ist halt Nintendo, hat da halt immer einen sehr, sehr großen Vorsprung, finde ich, jetzt gegenüber zum Beispiel der PS5 oder so. Und das Konzept der Switch mag ich einfach verdammt gerne. Ja, 3DS war auch schon strong. Aber ich sag auch Switch über 3DS. Ja, klar. PS-Exclusive auch ausgestorben gefühlt. Also wir haben ja gestern die PlayStation Direct geguckt. Wir haben ja die PlayStation Direct geguckt und da waren schon ein paar, wurden schon ein paar geile Titel vorgestellt. Kann ich nichts sagen, die wahrscheinlich auch exclusive werden, aber... oh, finde ich zum Beispiel gar nicht, Ace. Anyway, by the way, jetzt, es gab eine KR, wir haben die gestern, let's go, Elektro, let's go. Wir haben uns die gestern angeguckt, es war sehr, sehr cool. Coole Titel vorgestellt. Auch Mario X Sonic Generations, was auch cool ist. Okay, wenn wir jetzt, by the way, wahrscheinlich erstmal 7-Bit Chronicles 2 kaufen, weil ich 1 schon echt sehr weit gespielt habe. Und dann den Rest bei dir im Stream gucken. Und 3 schaue ich dann irgendwann mal. Ja, das ist smart, Maya, das ist smart. Das ist sehr, sehr smart. Oh Gott, weil ich in Österreich bin, sind bei mir die Versandkosten höher, sodass es halt bis 60 Euro geht bei mir mit Karmesin. Scheiße. Scheiße, Österreich. Habe ich Mario X Sonic gesagt? Ich meine natürlich Sonic X Shadow Generations. ich meine, dass der 3D so leicht ist, die... die Switch ist mir ein bisschen zu breit. Meine Hände sind klein, da kacke zu greifen. Ich habe halt riesige Hände. So. Ich muss mir auch, wenn ich mir ein Smartphone hole, schaue ich immer, dass ich mir die XL-Variante davon hole. Weil ich habe wirklich gigantische Hände. Dementsprechend ist es für mich. Digga, so pick me. Also ich habe wirklich riesige Hände, Chat. 1,90 bin ich groß. Möchte ich nur noch mal kurz erwähnen. 1,90. ah, fuck, ich habe den Raum nicht resettet. Habe ich noch irgendwas hier drin? Oder suchen wir mal ein Dick da? Na, ein Pelipper noch. Shiny. Oder ist noch ein Voltball? Let's go. Ich bin 1,90 groß. Es ist so schwer, so zu leben. Ich bin einfach zu groß und attraktiv für so kleine Konsolen. Oh Mann, ey. Oh, da hat er sogar einen Esel. Mann, ich habe das nur vorgelesen, Ace. Mann. Aber für mich ist die Switch wirklich perfekt. Ich habe ja auch die OLED, die ist ja nochmal ein bisschen größer, weil ich habe mich wirklich riesige Hände. Ähm,
Oh, da ist noch Mon, oder? Ach nee, ist voll Stein. Switch 2 wird noch größer. Freu dich. Let's go! Switch 2 XL. Dick da! Weil kann ich nicht sogar... Ne, man sieht nicht. Ich wünsche, man würde irgendwo sehen, wer so alles in der Lobby drin ist, wisst ihr? Hm. Das wäre echt cool. Oh, jetzt Tarnel. Oh mein Gott, stopp. Tarnel ist big. Nebel ist in meiner, ja. Nebel ist bei mir, Nachti war bei mir. Das war jetzt die Elektro-Gold ist bei mir. Aber dass wir allgemein schon ein Shiny geholt haben, finde ich schon mal sehr geil. Auch noch mit Shein im Banger Shiny. Let's go. Ich dachte, der wäre ein Dekri. Blaues Zubat, GZ Resha, let's go. Ich hab blaues Zubat, das ist nicht Shiny. Resha Troll. Schick Foto. Ist krass. Ich hatte einen Trollerlol, komm mal Mut. Oh, Dixi, big, 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 big. Wirklich so satisfying, wenn man Dingtree einsammelt. Strong Chat. 25, okay, 26, holy shit, Gamer. 27. Mandra. Oh, da ist jemand noch im Raum drin, oder? Ja, wahrscheinlich noch die 29. Na, kommt in meine Richtung. Okay, 30, big. Trotzdem mal nach oben links. Ich glaube, die resetten sich ja irgendwann noch. Und okay, wir Shiny hatten gerade im BDSP. Alle gemeinsam. Wie lange macht ihr eigentlich noch schon BDSP? Nicht mal knapp eine Stunde. Absolut keine Ahnung, Richard. Wenn ich jetzt nicht gleich meine Mons für die Global Challenge ready machen würde, ich hätte auch echt ein bisschen Bock, die Global Challenge zu dodgen. Und vielleicht am Wochenende, dass wir ein Limitless Tournament nochmal machen, am Sonntag oder so. Weil es ist jetzt gleich so, also ich will das, ich muss das Team halt unbedingt testen von Michi, deswegen ist easy. Ich meine, es sind halt potenziell CP, aber ich will, glaube ich, gar nicht so tryen dafür. Ich glaube, wenn ich dort zu krass tryhade, dann werde ich auch in Dortmund nicht so viel Spaß haben. Ich werde eh nicht auf zu den Worlds gehen. Und das ist gleich mit so viel Stress verbunden, weil ich hätte jetzt gleich nur bedingt Zeit, noch das Dings ready zu machen. Broken, danke schön für dein Prime-Sub. Danke. User-Einstellung. Nö. Oh, den Kanal hast du gestern noch gemacht bei Abra. 2K. Wir gehen rein, Jet. Let's go. Weißt du, nee, wir gehen nicht zu den Worlds. Weil das Ding ist halt, das. Good luck an alle. Da muss ich wohl dafür grinden. Du machst es, Lu. Du holst den Pot nach Hause. Weil ich hätte echt Bock, unironisch, noch ein bisschen im BDSP zu handeln und nicht nur so zwei Stündchen, wisst ihr? Ich hätte schon Bock ein bisschen, wenn ihr Bock habt, hier ein bisschen reingrinden. Das macht gerade echt Spaß, ich finde es cool.
Let's go, Franky. Nö. Na gut, okay, nur weil du das nicht spielen kannst und keinen Spaß mit uns hast, naja. Deine Schuld, dein Problem. Edgy Badge. Taros. Und 24 Stunden Hand, BDSP, Untergrund. Das wäre actually ein Banger-Video. Das wäre wirklich so ein Video out of nowhere, ne? Aber da müssten wir irgendwie halt durchgehend eine volle Lobby haben. Wir sind unter 100 Stunden, ja, ja. Ich wollte gestern den Stream unter 100 Stunden beenden. Und Dave hat jedes Mal dafür gesorgt, dass er über 100 Stunden bleibt, dass ich da immer gesagt habe, nee, kein Bock mehr. Moloch. Und Dave hat die Verlosung gewonnen, yes. Dave hat die Bea-Karte gewonnen. Wie genau funktioniert da das Shiny Hunt eigentlich? Und wie hoch ist die Chance? Ich weiß nicht genau, wie groß die Chance ist. Oh, Mirko ist in unsere Lobby rein. Und save, Barney, save, save. Und du sammelst dann halt 40 Dicta oder Dicta ein, halt in der Gruppe. Und dann rennst du einfach in jedes Pokémon rein. Dann rennst du in jedes Pokémon rein. Und dann ist entweder 1 zu 1000, 1 zu 2000, ich weiß nicht genau. Die Chance ist nicht riesig, aber es macht einfach Spaß, mit allen Leuten zusammen zu Shiny Hunten. Es ist mehr so dieses Gemeinschaftsding, was so cool daran ist. Es ist 1 zu 2048, okay, 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 okay. Aber Elektrogott eben hat schon Shiny Shiggy bekommen, also wir sind schon gut dabei. Falls ihr Shinies bekommt, ne, am besten auf dem Discord in den Pokémon-Channel posten. Ich finde es cool, wenn wir die da so collecten, alle Untergrund-Shinies, die wir so bekommen. Das ist in meinem Kopf ziemlich cool. Ich wünsche, es gäbe noch so ein paar mehr verrückte Pokémon-YouTuber wie mich. Ich würde am liebsten einfach so 7 Pokémon-YouTuber nehmen und sagen, so, wir machen jetzt 24 Stunden BDSP Shiny Hunt und tragen dann am Ende alle unsere Shinies zusammen. Das wäre so cool. Das wäre so ein cooles Video. Und leider sind die Leute nicht so cool. Ich. Ja, müssen wir in den englischen Bereich vergehen, ist true. Ist true. Mit deinem Schlafraum, es passt sogar. Ja, aber mein Englisch ist zu wack. Ich kann mich mit Leuten auf Englisch unterhalten, aber ich würde mich minus confident fühlen, Content auf Englisch zu machen. Da ist Loser. Die haben halt nicht so dieses Grind-Mindset, was okay ist. Ich check schon, dass die Leute nicht so ein Mindset haben müssen wie ich. Mein Mindset ist auch ein bisschen krass. Aber im Englischen... Hello, fellow Pokémon friends. Aber im Englischen haben die Leute... Also gibt es viel mehr Leute, die ein ähnliches Mindset haben wie ich. Im Deutschen... Ach, die Leute wollen 2-3 Stunden streamen und dann auch mal wieder Feierabend machen. Reicht dann auch für den Tag. Also viele von denen haben natürlich auch nebenbei noch einen Job, so, ne? So. Also Bunter war's, ah, der hat, also Bunter kann sogar sehr gutes Englisch und für ihn war es nicht mal 100% confident auf Englisch zu streamen. In der Muttersprache ist es immer noch deutlich angenehmer. So. Ah, ich habe eben gar nicht die 4 Minuten auf den Timer gemacht, ne, gerade, ne, für den Prime-Sub. Sag doch was, Chat. Vielen, vielen, vielen Dank. Sehr, 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 sehr. Appreciate it nochmal. Ich will euch hier nicht um eure Zeit betrügen. So. Habe ich den Raum fertig? Ja, ist noch ein Lumpy. Dann müssen wir gleich weiter Dicta sammeln. Ey, ja, du hast 3 Stunden vergessen. Ah, weiß ich nicht, Waver. Ich glaube nicht tatsächlich. Ausrufezeichen Untergrund, Alpha.
Wir haben 24 Stunden runter und geerntet. Jetzt helfen wir mal zu. Nee, also Shiny hat und dann kämpfen wir, wäre schon fit. Also würde schon fit gehen. Aber selbst da braucht man erstmal eine Person, die mit reingrindet. Erstmal 6 Shinies zu finden, so. Stimmt, waren 4 Stunden. Okay, Dick da, weiterhanden. Let's go. Boah, da oben ist sehr verzwickt. Das sieht zick aus. Da gehen wir safe rein. Hohe Chancen auf Dick da. Sieht man BDSP-Shinies auf der Overworld? Nee, leider nicht. Das wäre sick. Das wäre sehr, 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 sehr cool. Dann würde ich die Shiny-Hand-Methode sogar viel öfter machen. Wenn man die in der Overworld sehen würde, würde ich das ultra cool finden. Wie schnell die Dicta-Anzeige nach oben geht, das ist so sick. Du musst leider in die Mons reinrennen. Dann wäre for real Video-Idee. Ich finde die Video-Idee immer noch cool, tendenziell. Und Dicta direkt. Ich glaube, vielleicht mache ich aus dem Ding hier vielleicht trotzdem irgendwann ein Video. Dass wir machen das die Tage nochmal, Chat. Und ich werde wahrscheinlich ein Zweitkanal-Video daraus machen. Und ich würde irgendwie das Video nennen, diese Shiny-Hand-Methode kennt fast niemand. Irgendwie sowas, checkt ihr? Nie hat ein Dicky mehr geschmeckt. Irgendwie sowas in der Art würde ich, glaube ich, sick finden. Sackgasse. Oh, sehen wir nicht dieselben? Haben wir nicht dieselben Dicta-Dicta auf der Map? Warte, was, Rick? Das ist ja Überpremium. Der Premium wurde wohl zu Unrecht gesperrt. Wie sick. Also, tut mir leid für ihn, aber gut für dich. Moment, wenn die von dir flieht. True. Und du aber ausweglos hast. War ich hier unten schon? Ich meine, jetzt respawn ja auch richtig häufig die Dalitri. Aber schon. Yes, Fan. Wir hatten gerade alle zusammen im Untergrund. Elektrogott hat bisher Shiny Shiggy gefunden. Safe, Rick. Safe, safe, safe. Nee, das freut mich ehrlich für dich. Das ist sehr, sehr cool. Xenoblade immer dafür da, Glück zu haben im Leben. Genau, falls ihr mithanden wollt, Ausrufezeichen Untergrund. Wir haben mehrere Lobbys gerade offen mit dem Passwort 1208108. Gerne könnt ihr reinjoinen noch, Chat. Oh, es geht los! Gehen wir mal das Wasserding hier rein. Wobei das auch kacke ist. Jedes Mal dieses Wasserteil, ne? Also, Ledian Yugong. Gerade so Yugong. Den sieht man ja in der Overworld sehr schlecht, auch in Carpo. Da kann man schon mal reingehen. Vielleicht mache ich allgemeine Video dazu und wenn wir die nächsten Tage öfters BDSP handeln, dann werde ich, glaube ich, ein bisschen Footage dazu sammeln und dann mache ich, glaube ich, ein Video dazu. Ich glaube, ich finde die Idee sehr cool. Genau, Waver. Sobald Dicta Dicta voll ist, gehst du einfach in alle Mons rein. Du kannst Mons skippen, die du vielleicht nicht in Shiny haben willst, aber dann encounterst du einfach. Mehr ist es nicht. Wie sind die Odds? 1 zu 2k. Also ist jetzt nicht insane. Aber es macht halt, wie gesagt, Spaß mit der Community, die Dicta zu sammeln. Wie jumpt man eigentlich? Wenn man in den Untergrund geht, dann Online-Verbindung und dann kann man das Passwort 1308 eingeben.
Odds sind 50-50, genau. Entweder es kommt halt oder halt nicht. Aber wie gesagt, 1 zu 2K, ...1 zu 2K kann man schon machen. Dann sind die halt auch so ein bisschen was wert, wenn man es so haben möchte. Und man hat halt mit der Community zusammen geshinyhuntet, was ich cool finde. Ich sag so einen 1 zu 2K Shiny Shiggy aus dem BDSP-Hintergrund, was jetzt Elektrogott hat, ist schon sick. Sag ich ganz ehrlich, ich finde sowas hat Wert. Und die Story dahinter ist halt cool, ne? Ich find's cool, wenn man so shiny Stories erzählen kann. So, wenn ich jetzt zum Beispiel gestern erzählt habe, ja, ich habe einen shiny Lapras mit einem Sandwich bekommen. Yes, Renato, yes. Safe. Sehr, sehr gerne. Das klingt halt wacker, als wenn du sagst, yo, wir waren in der Community, weil wir waren so 20 Leute, die so alle zusammen Dicta Dicti gesucht haben. Safe, Rick, safe. Let's go, Richard. Let's go. Ach so, nee, du meinst mich mit meinem Dings. Ja, okay, das ist true. Das ist actually. Ich habe vier Shiny Schluckhook aus einem Sandwich bekommen. Und ich habe 3 Alola Slimer aus einem Mensa-Essen bekommen. Das wiederum ist auch cool. Yes, Rick, yes. Ich habe halt Sandwich gemacht und dann kam das so nach 5 Minuten. Ja, genau, das ist halt so eine Ass-Story. Aber die Shiny-Story hinter den Pokémon halt zu erzählen, finde ich cool. Der Taurus fehlt mir auch noch für den Kanto-Dex. Der wäre geil, wenn er gönnen würde. Und in so einer 2-Stunden-Session, da encountern wir, glaube ich, schon gut um die 1000 Mons? Ist das realistisch? Ich glaube schon, oder? Genau das, leider, Frankie. Darüber reden wir nicht. Ich meine, Alge ist auch ein Giftmon. Ja, genau. Safe. Muss ich als Gruppe oder mit Passwort? Mit Passwort. Und dann 1208. Oh. Aber ich glaube, ich habe unten noch einen Mon. Oder? Ja. Okay, Bro. Ich glaube, hier ist so, wenn man hier auch einen Shiny Count hat, das ist eine ganz andere Reaction, die man da an den Tag legt. Als wenn man eins mit einem Sandwich einfach so random auf der Overworld hat. Das hier hat, glaube ich, ein ganz anderes Feeling. Ich finde auch Kontakt-Safari-Shinies sind auch 1 zu 512, aber es ist ein ganz anderes Feeling, wenn du deinen in Pokémon noch encountern musst. So, checkt ihr, wie ich meine? Man kann leider nicht sehen, wie viele in der Lobby sind. Ja, genau, Ace, genau. Allgemein in Pokémon reinrennen, um die zu encountern und dann gucken, ob die shiny sind, ist sowieso für die Reaction immer noch das Coolste, finde ich. Und sowas hier halt, ne, wenn sowas zustande kommt. Ich finde den Gedanken daran einfach wirklich cool. Dick da, let's go! Hund, geh ich da weiter. Hallo, Nachti. Dann bin ich jetzt Nachti über den Weg gelaufen. BSP ist bei mir auch schon teilweise echt lang her. Das ist immer noch sehr cool. Später gehen wir noch in Capo rein, Chat. Ich habe heute Original Fatality Outbreak. Ich habe leider... Ich habe heute bisher erst einen Shiny von denen bekommen.
Da gehen wir später nochmal rein, aber ich werde heute so bis maximal aller spätestens 2 Uhr machen. Aller spätestens. BDSP hat wirklich coole Mods, ja. Nein, Chat, wirklich. Ich habe die letzten Tage wieder so ein bisschen was hier in der Wohnung vernachlässigt, was ich richtig kacke finde. Und ich will heute wirklich versuchen, ein bisschen früher schlafen zu gehen. Ey, Hermano, vielen Dank für die Einladung, wirklich. Was soll das, Waver? Es hat Fori sehr gebockt. Das war sehr, 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 sehr cool. Gerne wieder. Hallo, Chat. Ist ja nur eine Kappe. Liegt da, let's go. Naja, ich check schon. Ich check doch schon. Riesige Mons hier überall, holy shit. Wanderer mal übelster Bait. Let's go! Grinded Jet. Hier werden Meter gemacht. Ich brauch gleich mal ein Wüstengebiet, glaube ich. Ich bin irgendwie immer bei den Wassergebieten, ne? Go! 36. So ein spannendes Dick-Tree. 39, oh ja. Eben noch angesprochen. Da campt schon eine Person, oder? Er ist so am Campen. Okay, es geht los. Er wartet nur noch drauf. Ja, die anderen machen das schon. Okay, ich will hier reingehen. Zickzacks. Ist ja übercool, wenn die Leute so Namen oben drüber hätten. Du bist alleine, Safa, als ob wir 2 volle Lobbys haben. Bist du dir sicher? Wenn man die anderen Mons kriegt, braucht man dafür den National Dex? Ich weiß es eigentlich gar nicht. Muss man dafür den DPP-Dex voll haben? Das kann sein, oder? Ja, okay. Man muss, glaube ich, der DPP-Dex hat, glaube ich, 211 Mons. Junge, wenn das jetzt stimmt. Sinnoh-Dex. 210, verdammt! Ja, lass nicht drüber reden. Der Sinnoh-Dex hat 210 Mons. Wenn man den Sinnoh-Dex voll hat... Fake-Fan, ja. Washed Pokémon Andy. Aber wenn man den fällt, das dauert auch nicht so lange. Ich glaube, man muss ja auch nur gesehen haben, man muss ihn nicht mal gefangen haben. Und normalerweise, Chat, normalerweise, das ist das Coole, das liebe ich an, ich habe den heute gemacht, 151, echt? Ja, das ist im BDSP anders. Normalerweise sieht man während dem Storyverlauf, wenn man gegen jeden einzelnen Trainer kämpft, hat man den A210 ist Platin. Ah, okay. Aber man sieht eigentlich jedes Mon.
BESP-Index habe ich auch noch nicht, voll schlimm. Du siehst dann halt die anderen Pokémon nicht. Ich glaube, du hast dann nur Standard-Pokémon hier und hast du keine Starter und so weiter, was halt cooler wäre. Also ich könnte euch empfehlen für die Zukunft, wenn ihr dabei seid, den BDSP, also wenigstens den Sinnoh-Dex voll zu machen. Jakus hat ja gesagt, er hat ihn heute voll gemacht. 151 Mons sind das. Das dauert echt nicht so lange. Und ich glaube, man muss die nur gesehen haben. Dann kriegt ihr den Nationaldex. Also es ist wirklich jetzt kein Hexenwerk. Starter habe ich, das weiß ich. Obwohl der Dex... der Dex nicht voll ist. Genau, okay, habe ich keine Ahnung. Ich habe doch gar keinen Plan. Okay, wenn der National Dex nicht voll ist, ist nicht schlimm. Also, ihr müsst nur den Dings-Dex voll haben, glaube ich. Ihr braucht auch den, also den Sinnoh-Dex. Und ihr müsst den Sinnoh-Dex auch voll haben, um die Afterstory zu spielen. Also, wenn ihr die Afterstory oben gemacht habt, dann seht ihr oben alles. Weil man kommt in der Afterstory erst weiter, wenn man den Sinnoh-Dex voll hat. Zumindest war das damals in Gen 4 so. Ich kann die Welt, das ist jetzt so krank. Genau, man muss alle gesehen haben, genau. Man muss alle gesehen haben aus dem Sinnoh-Dex, sonst kannst du die Afterstory oben rechts nicht spielen. Und wenn ihr das gemacht habt, dann seht ihr im Untergrund auch alles. Und es ist echt, wie gesagt, man sieht die auch während dem Storyverlauf. Wenn deine Gruppe joinen noch Leute, ja, dann entspannt. Dann ist entspannt. Dann wird das morgen wohl gemacht. Let's go, Domi, let's go. Alles für den Grind. Alles für den Grind. Reset ich den Raum nochmal? Verdammt! Okay, ja, wäre auch schon zu spät gewesen. Wäre auch noch zu spät gewesen. Ich glaube, es ist noch ein Mon oder so drin. Aber ich feiere die Wüstendinger. Die sind actually ganz geile Mons, die mir fast alle noch fehlen. Habe ich noch einen Mon hier? Ah, hier ist noch ein Noctuska. Den nochmal resetten sollen. Gut, dann werden wir weiter Dicta gesammelt. Ich glaube, die anderen sind nochmal rein. Aber ich gehe schon mal los, farmen. Oh, da oben rechts ist ja ein riesiges Wüsten. Boah, da würde ich würde wahrscheinlich hier ein bisschen rumcampen. Ich würde gerne oben rechts in das Gebiet reingehen dort. Setzen sich die Räume beim Ein- und Austreten im Untergrund? Ja. Und wenn ihr in einem Raum drin seid, während die Dicta an sind und die Dicta in dem Moment ausgehen, dann habt ihr trotzdem noch für alle Pokémon, die zu dem Zeitpunkt noch im Raum drin sind, habt ihr noch die erhöhte Shiny-Chance. Generieren sich bei dem Betritt vom Raum. Das heißt, ihr könnt dann noch in dem Raum drin bleiben, bis. Ihr könnt auch in dem Raum drin bleiben. Ich will mal gucken, ob man das hier resetten kann. Ihr könnt dann noch in dem Raum drin bleiben, bis. Ihr alle encountered habt. Ne, for real, Rick. For real. Okay, ich muss jetzt mal ganz kurz schauen. Okay, es resettet. Die Dicta resetten sich, wenn man in Räume geht. Okay, das ist big. Das ist big. Das ist sehr, 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 sehr cool. Der Sour Apple ist wirklich strong. Ja, Hydration Drink. Same, ich halte auch die ganze Zeit B gedrückt, Nebel. Ich kann es nicht spielen, ohne B gedrückt zu halten. Und dann kratze ich mir ab und zu die Nase und dann geht sofort wieder an den B-Knopf. Das ist einfach Pflicht, das gehört dazu. Das gehört Re-Rap dazu. Ich habe... Auch wenn ich Hard Ghost of Silver spiele oder so, wo die Turbo-Träte auch durchgehend aktiviert sind, ich halte den B-Knopf gedrückt. Mir egal.
Ich muss den B-Knopf gedrückt halten. Ja. Das muss einfach gemacht werden. Leider nicht, du, leider nicht. Sonst mache ich ja auch A-Knopf beim Fangen eines Mons. Stimmt, ja. Manchmal mache ich das, glaube ich, auch noch. Boah, soll ich demnächst mal Just Legends fragen? Oder so ein paar meiner Partner, ob die vielleicht Bock haben auf so ein großes Turnier? Irgendwas mäßiges mit so Preisen? Wäre eigentlich cool, oder? Ich glaube, es ist auch wirklich nicht schlimm, wenn Leute in denselben Umgebungen suchen, weil ich glaube, die Degler sieht man auch nur bei sich selber. Wenn die immer wieder neu generiert werden, wenn man in den Raum rein und raus geht. Guck mal, wir sind jetzt zu dritt. Banger. Okay, 37 und 40. Nur raus und rein, ich resette die nochmal. 38. Oh, okay, es geht los. Da kommt jemand mit mir in den großen Raum. Bravo. Hast du das Rig? Let's go, let's go, let's go. Das ist sweet. Oh, Fragosso. Gönn. Ah, schade. Das Video vom Käferturnier gesehen. Hast schon ein weiteres geplant? Es ist ein weiteres geplant, aber es kann sein, dass ich mir maybe eventuell noch Zeit lasse bis zur nach der Direct. Maybe. True, Nebel, true, 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 true. Du hast auch immer Sekunden an Text, wenn dein Mon volle Zuneigung hat. Das stimmt, ja. Boah, er weiß mehr als wir. Pets. Steuerrack. Auf dem Weg. Wenn ich die Reihe nicht so ultra insane finde, aber das Shiny ist nice. Mein Mon hat zum Glück keine Dings extra Zuneigung, glaube ich. Oder würde er sonst nicht sagen, es geht los, du schaffst das? Ach, keine Ahnung. Das ist auch wild, Funky. So ist in der Art, okay, okay. Moin, der Kura, was geht? Ich hoffe, es geht dir gut. Ist gut. Kann mich nicht beklagen. Ich resette den Raum gleich. Was machen wir noch? Wir greeden noch. Ja, mega low kann ich auch.
Weil es Rauflust hat, ne? Noch irgendwas? Ne. Okay, schnell den Raum resetten. Schnell. Würde gerne damit raufen. Oh, Absol. Habe ich, glaube ich, schon. Ja, aber geil hier. MD-Spieler, wisst ihr Bescheid? Wait. Sagte, ich muss weiter Mystery Dungeon spielen, oder wie? Keine Spoiler, Ruffy. Okay. Kauft sich BMD. Okay, der Raum wurde eben resettet und ich hab. Dick, wir sind jetzt fertig mit Dick und ich hab den Raum eben erst resettet. Das ist ultra big. Der hier, Richard, der hier. Schade. Mit den Statuen auf sich nochmal. Ich weiß gar nicht mehr. Ja, also ich glaube, die bringen nichts. Doch, damit. Kann man damit die Spawns verändern? Ich weiß es nicht mehr. Ich weiß es wirklich nicht mehr. Welche, wenn man so einen erhöht Spawnraten von Typen. Okay, ja. Ja, ist cool. Martha's Ray, gute Besserung. Ich werde gleich wahrscheinlich Chat. Oh, Domi ist zurück an die Oberfläche gekehrt. Das heißt, Chat, wir haben einen Platz frei. Ihr könnt bei uns in die Lobby auch reinjoinen. Na, Cedric, sad. Gute Besserung. Joint sehr, sehr gerne in die Lobby. Außer seid ihr den Untergrund und dann könnt ihr mit uns Shiny hunten. Okay, habe ich den Raum fertig. Komm schon. Hier ist nichts mehr, ne? Ich kann bei den Personen ja auch gut resettet. Okay. Geht's weiter. Yes, Domi, schlaf gut. Guna. So, Chat, ich will einmal ganz kurz. Sorry, dass ich gerade ganz kurz nicht mit suche. Gib mir eine Sekunde. Sekunde.
Ich suche sofort weiter mit. Hallo, ich habe übrigens deine Monster of Dings gepackt. Auf Home schon. Die habe ich fertig gemacht. Yo, Erik! Was geht denn? Top. Was geht, was geht, was geht? So. Das ist viel zu cool. Du hast gerade Döner gegessen. Gönn dir. Big, 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 big. Man gönnt sich. Weil wir sind zu fünft hier oben. Wie geil. Oh, es geht los. Alle in den großen Raum. Okay, die da links gehen in den kleinen Raum. Der große Raum ist es. Ah, jemand kommt rüber in den großen Raum. Meinst du, ist Sophie bei dir, Erik? Wohnen bei seit 2 Wochen. Yo, was? Liebe Grüße. Aber big, 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 big. Markus wollte nach Dortmund, also Mitte, Ende Februar hier vorbeikommen. Und ich wollte fragen, ob ihr beide mitkommen wollt. Wenn ihr da Zeit und Bock habt. Ja, okay, ich check. Ich understand. Ja, wäre auf jeden Fall sehr, sehr cool. Wäre sehr, sehr, sehr nice. Elektrogott hat Shiny Shiggy gefangen. Lass uns mal öfters machen. Safe. Wäre ich auch down für. Sollten wir auf jeden Fall machen. Was, Electric Shiny? Ich glaube, den sieht man schon, wenn er Shiny ist. Drop that, 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 hey, don't drop that, that, that. Bop, bop, bop. Mm-hmm. Also good. Sekunde, ganz kurz Capture Card wahrscheinlich raus. Gönn scheinbar. Okay. Chillig. Könnt ihr komplett. Ich glaube, in dieser Wüste hier brauche ich noch alle Mons. Macht ihr noch? Bin gerade Top 4 und würde nach wechseln zu BSP. Ich würde wahrscheinlich schon noch ein halbes Stündchen auf jeden Fall machen. By the way, Chat, Frage. Am Wochenende, okay, ich reset den Raum jetzt. Am Wochenende haben wir ja gesagt schon, dass wir da ein bisschen. Okay, die anderen haben auch schon resettet.
dass ihr da ein bisschen das ein oder andere Gläschen Milch trinken würden. Wenn ihr versteht, was ich meine. Würdet ihr das witzig finden und cool finden? Wenn ich so den ein oder anderen Drink-Infos habe, dass ich da so Zuschauerbilder male. Das ein oder andere Lifestyle-Getränk, ganz genau. Wenn ich da dann so ein paar eurer Bilder male, sagt ihr, das wäre Banger. Laktoseintolerant, also kann ich das nicht für gut heißen. Okay. Gibt ja auch laktosefreie Lifestyle-Getränke, Funky. Weißt du? Okay. Hier machen wir den Raum hier fertig. Hab ich etwa Aram saufen gehört? Das Ding ist, also, können wir actually auch machen. Ich würde halt allgemein sehr viel Stuff machen, so auf was wir hier so Bock haben halt, ne? Das kann, glaube ich, echt cool sein. Ja, safe. Weil mein YouTube-Kanal ist nämlich 10 Jahre alt geworden. Und ich dachte mir, das müssen wir doch mal gebürtig feiern, oder? Ich könnte auch wahrscheinlich irgendwie einen Kuchen backen. Oder einen fertigen Kuchen kaufen. Und dann feiern wir das mal richtig. Wie viele Mons hier noch sind. Holy shit. War echt ein guter Reset. Das ist so witzig. Aber so dumm, ja, ehrlich so. Okay, haben wir noch irgendwo einen Mon? Oder gehen wir weiter auf Adventure-Tour? Ja, wir gehen weiter sammeln. Großer Sammelspaß. Er gönnt komplett. Drei Diktar hintereinander, Junge. Deutsche Diktri. Chris, was geht? Was hat die Person da drin für einen kranken Reset gemacht?
jemand immer noch im Handen dort, glaube ich. Ah, jetzt kam die Person raus. Damn, crazy. Da war gerade, glaube ich, ein Digri. Moinert. Wenn ihr mithanden wollt, Chat, Ausrufezeichen Untergrund, ne? Könnt jeder. Oha, das war das auf einmal. Könnt ihr jederzeit gerne reinjoinen. Das ging jetzt aber fix. Hier oben links alle in diesen Raum rein. Das ist so geil. Aber der Raum hier ist es auch einfach. Ein shiny Shigi wurde schon gefunden. Von der Ektogott. Es kann sein, dass ansonsten noch andere Leute Shinies gefunden haben, aber vielleicht so lurken. No, die jetzt nicht sagt, die im Chat sind. Im Discord wurde ansonsten auch noch nichts gepostet. Falls ihr, wie gesagt, ein Shiny habt, gerne was dazu schreiben wollt. Hey, was ist unsere Lobby? Let's go! Dann, könnt ihr es natürlich gerne dort auf dem Discord posten. Aber shiny Shigi ist schon big. Wie gesagt, die Chance ist halt nicht in 10 Uhr, aber es ist ein geiles Gefühl, wenn man da mit der Community zusammen Shinies fängt. Und wenn man dann halt auch noch ein Shiny bekommt, ne? Kurz hier wieder. Dieser Bolterus-Felsen hier ist übercool, ne? Ich finde ihn richtig nice. Nee, BDSP ist auch nicht so wirklich hässlich. Das größte Problem am BDSP ist einfach, dass es zu wenig ist. Für das, was BDSP sein sollte, ist es einfach zu wenig. Das ist das größte Problem am BDSP. Der ist dir nie aufgefallen, was? Der ist ja obersick. Wir müssen gleich, glaube ich, einen taktischen Reset machen. Ich glaube, es ist gleich soweit. Shiny vor Timo ist das Ziel. Sagt ihr, das ist euer Ziel? Ein Diamond Pearl Remake, kein Platin. Selbst dafür ist es noch zu wenig. Okay. Den Reset hier nehmen wir mit. Es hätte ein Remake von Platin sein müssen. Das ist so dumm, nur auf Diamond Pearl zu gehen. Safe. Mit Glück mache ich in 2 oder 4 Tagen einen gottlosen Schnapper. Oh, Maya. Tell us. Pop. Maya will deine Skylander kaufen. Oha. Nice, Maya GZ. Würdest du sagen, deine Skylander zu kaufen ist ein gottloser Schlapper, Funky? Bro, ich bekomme die nicht weg. Ich bin zweimal geboten auf ein Game. Einmal in 4 Tagen und es hat noch keiner geboten und einmal in 2 Tagen auf 15 Euro hoch. Klingt strong, aber vergiss nicht, Maya,
Die werden gehen am Ende gut und gerne nochmal hoch, ne? Aber manchmal macht man da wirklich Schnapper. Okay, ist ausgelaufen. Ich wünsche dir ganz, ganz, ganz viel Erfolg. Ja, safe. Aber das wäre schon ein gottloser Schnapper. Wenn du das sagst, also ich weiß nicht, worum es geht. Aber du machst das. Maya Resell. Oh, bitte gönn. Sophie, danke für den Follow. Wenn es nichts wird, würde er einfach für 30 Euro das Game direkt gekauft. Ja, check ich. Hatte ich auch bei einem Mini-Server, der war 10 Minuten vorher auf 50. Dankeschön! ist hier. Mini-Server, der war 10 Minuten vorher auf 50 und war am Ende bei über 100. Ja, ja. Ein bester Schnapper war immer noch Schwarz 2 für einen 5er auf dem Flohmarkt. Ich habe gesehen, Domji hat für. Potenziell 20 Euro sparen, lässt man sich nicht nehmen. Safe. Domji hatte so einen Überschnapper gerade gemacht und hat irgendwie schwarz-weiß 2 für 30 Euro oder so. Oder schwarz-weiß 2 für 50 Euro und schwarz-weiß für 30 Euro oder so. Bei GameStop hat er die sogar gekauft für den Preis. Also das ist for real insane. GameStop hat manchmal echt noch ganz schöne... Also ist manchmal echt eine Goldgrube, was so gebrauchte Pokémon-Games angeht. Oder allgemein gebrauchte Games können manchmal echt dort reinschallern. Bei GameStop, ja. Selbst bei GameStop kriegt man teilweise Pokémon-Games echt ultra günstig. Viel günstiger, als die normalerweise wert sind. Okay, ich glaube, das war das mit der... Ah, da haben wir noch einen Kamerup. Ja, safe, Leon, safe. Schwarz-Weiß 2 kostet so um die 150 circa. Okay. Und die waren trotzdem 200% plus bei den Preisen, wenn man bedenkt, dass sie das irgendein 10-jährigen Kind für 5 Euro abgekauft haben. Ja, locker. Alles klar, nach die Chat, das heißt, bei uns ist gleich wieder ein Lobbyplatz offen. Let's go. Ja, safe. Manche haben wirklich gar keinen Plan. Ich leider auch, Frankie. Ich leider auch. Was hast du verkauft? Meine GameCube mit inklusive 15 Spiele. Weil ich mir damals die Wii kaufen wollte. Und dafür habe ich wenigstens einen Bruchteil davon bekommen, was eine Wii gekostet hat damals. Oh, Dingtri, let's go! Ja, ist schon ein Gängername, glaube ich, Aki. Aber ist Banger. Vielleicht weird, aber angenehm zu hören, dass ich nicht der Einzige bin, der so dumm war. Ne, ich verstehe das komplett. Beruht auf Gegenseitigkeit. Aber damals wusste man es halt nicht besser, ne? Eigentlich eher dumm von unseren Eltern, dass sie uns damals nicht aufgehalten haben. Aber meine Eltern wollten auch unbedingt eine Wii haben.
Dark Knight, was geht? Ist noch ein Platz frei? Es sollten noch Plätze frei sein, ja. Ausrufezeichen, Untergrund. Mein älterer Mann ging eine Wii, aber mein großer Bruder hat sie überredet. So ein Maker. Oh, es geht los. Alle ready machen, Jay. So geil, wie wieder alle in diesen großen Raum reingehen. Ich liebe das. Das ist so geil. Das ist schon cool, wenn alle so an derselben Stelle sind. Weil es macht ja keinen Nachteil. Du bist in einem Gem-Raum. Was gibt's in den Gem-Raums? Ich weiß actually gar nicht. Nebulak. Okay, das ist big. Es gibt ja diesen einen großen Gem-Raum. Beispielsweise, ja. Gem-Raum ist so Bronze-Nebulak-Zirklop. Okay, das sind Banger. Aber hier gibt's halt Tarnel und Lavita, die ich halt sehr fühle. Also Kupita. Und Tarnel. Die finde ich halt sehr cool. Jeder hat seine eigenen Encounter. Deswegen ist es so easy, dass wir alle gerade stacked sind. Dass wir alle beieinander sind. Und du resettest die halt, wenn du den Raum liebst und wieder reingehst. Und in den großen Raum ist halt geil. In den großen Raum ist halt geil. Oh, Philipp ist gejoint. Da machst du meistens eine Rotation, dann resettest du und dann kriegst du noch die zweite Rotation noch echt viel mit in die nächste Runde. Also die großen Räume sind schon echt broken. Scheiße, Safa. Schnell die Seiten gewechselt. Schon wunderbar, die ganze Zeit alleine. Jetzt bin ich ja nicht drin. Okay. Ich glaube, du warst sogar drüben bei den anderen. Ruffy, der Treueste. Oh, okay. Ja, bei halt Wasserpflanze musst du halt surfen zwischendurch. Also das sind auch geile Mons. Vor allem Hydropie und Shiggy halt, ne? Ist halt sick. Allgemein so. Nein, den Ausweg los! Stopp. Okay, ich muss jetzt den Raum resetten. Ich muss jetzt safe den Raum resetten. Das hat echt nochmal Time gewastet. Hat der auch jemand gerade resettet? Okay. Big. Ah, okay, dann ist Big, Sven, dann ist Big. Six. Da in der Mitte ist halt dieser riesige Gem-Raum, ne? Okay, sehe ich. Im Fall der Fälle, zwischendurch könnt ihr natürlich auch mal abchecken. Manchmal haben wir, vielleicht haben wir mittlerweile auch schon 3 Lobbys offen. Vielleicht mal an alle, die jetzt nicht gerade wissen, dass sie bei mir in der Lobby sind, vielleicht einmal leaven und neu joinen.
Das könnte von Vorteil sein. Nein, Tor, glaube ich, muss das Ding wohl schon seit Stunden eigentlich. Ich hol mir sofort was. Ich hol mir wirklich sofort was. Den Raum hier mache ich noch fertig. Ich glaube, wir sind auch durch, oder? Ja. Okay. Dann hole ich ganz kurz was zu trinken. Herr Treuler. Und dann suche ich bei Victor. Bigger. Mittlerweile halt aber auch schon echt die Strats raus zum effizient handeln. Das ist ein Dick da übersehen. Hab ich for real? Oder? Ah, hab's gefunden, Frankie. So cool, dass jeder seinen eigenen Dick da diktiert und man sich da nicht gegenseitig im Weg steht. Das ist auch sick. Die Person oben rechts hat ja über Sig resettet. Ist ja immer noch im Raum drin. Hallo Doc, was geht? Ehrlich, 2,50. Alle wieder hier am Start, ich fühle zu sehr. Ich feiere das auch übelst. War das Nebel? Ich würde es cool finden, wenn wir alle 8 hier werden. Ja. Ausrufezeichen Untergrund-Sefis.
Oh, Dietri! Big. Das ist so cool. 36. Wenn sie alle da oben links hier sind. Ich heil. Oh! Bing! 38. 39. 40. Let's go! Alle in den großen Raum. Wie sie oben links alle wie so Parasiten. Und taktischen. Und noch ein. Klack, 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 klack. Jetzt geht's wieder los. Den Score brauche ich halt leider gar nicht. Aber ich will ihn trotzdem taken. Ich will einfach nur das Shiny fürs Feeling. Das finde ich cool. Ich bin ja nicht einig, von denen ich brauche. Natürlich sicher, wenn ich eins bekomme, was mir noch fehlt, aber. Na, ich wäre ja jetzt auch nicht mad oder so. Was will ich denn mehr? Boah, ihr wisst nicht, wie cool es wird, wenn Lou hier ist, Chat. Ihr versteht noch nicht. Wirklich. Wenn Lou hier ist und wir dann mit 4 bis 5 Screens gleichzeitig Shiny hunten werden, weil Lou dann einfach auch Shiny huntet. Das wird so cool. Da kann man irgendwie mal sagen, so, ich Shiny hunte jetzt Sandwiches, dann auf dem anderen, Screen. Shiny hatte dann Lou zum Beispiel mit euch im BDSP oder so. Das wird richtig cool. Ja, ich weiß, Frank hier im Chat ist. Er ist sehr cool. True. Also, was geht? Wir Shiny hatten gerade alle zusammen in Strahlende Diamante und Leuchtende Perle. Das ist sehr, 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 sehr cool. Ein bestehendes Team Stream aus so 15 Shiny on Screens plus ein Facecam. Von Timo. So, Jesse, was geht? Der ist ja übercool. Das ist ja richtig nice. Ich brauche all die Shiny on Screens. Ich will mir dann auch Layouts für die ganzen verschiedenen Möglichkeiten, die wir haben, zusammenbasteln. Dass alles auch ein bisschen schicker aussieht. Komm ab. Nur Spaß, Spencer-Menü gegessen und ein Dratini und Forsaker gefunden. Das war mega Bock, das zu essen. Dann am Ende durch die Welt zu laufen. Das check ich ja. Das sehe ich komplett. Wenn wir ein Gruppen-Shiny-Hunt-Event nach dem 9.2. mache ich auch mit. Zählt, Jesse, machen wir. Elektrogott hat heute auch schon Shiny Shiggy bekommen. Craig, willkommen in Lobby 1. Let's go. Okay, resetten. Na, ich greede mal und nehme noch das Vibraba mit. Bin zwar in einer echt weit entfernten Position vom Raum. Aber wir tryen. Habe ich hier noch einen Mon? Das könnte so green sein. Okay. Wir resetten. Die anderen haben schon resettet. Schnell resetten. Okay, big. Big. Oh mein Gott, war das ein wichtiger Reset. Yo, okay, wir haben den ganzen Raum jetzt noch. Yes, Raffi, yes. Ah, du warst die Person, die wir nehmen. Ja, broken.
Das ist broken. Dann kann man hier immer so ein bisschen entspannter dran gehen. Alle rein da, let's go, let's go, let's go, let's go, let's go. Rihorn habe ich, brauche ich glaube ich nur noch Female. Aber wenn ich Male Rihorn bekomme, dann kann ich das Solid geben, weil Solid ist ja immer von mir braucht. Deswegen lohnt sich das ja auch richtig gut. Safe, Nebel, safe. Ich hoffe, dass wir heute noch ein, zwei Shinies bekommen würden. Das wäre übercool. Ich glaube, die Chance, dass wenn wir irgendwie so 10 bis 20 Leute sind, die hier Shiny hatten, ist die Chance echt hoch, in 2 Stunden einen Shiny zu finden. Außerdem ist, glaube ich, auch für viele Leute cool, mal wieder BDSP für etwas zu nutzen. Weil ansonsten liegt es halt bei vielen wahrscheinlich einfach nur rum. Und ich stelle mir das eigentlich relativ cool vor. Ich würde sagen, mein cool, dass wir da so viele Leute sind, Chat. Wirklich, ich finde das richtig cool. Macht mich sehr, sehr happy. Vielleicht machen wir das am Wochenende nochmal mittags. Aber ich scheiß wahrscheinlich eigentlich jetzt auf die Global Challenge. Ich würde wahrscheinlich ein Limitless Turnier für Sonntag ansetzen. So. Und da dann das Team zocken. Wieso Kasai? Olavita. Gönn. Mich wird so Magic sein. Nö, ich brauchte das Team ja trotzdem. Ich muss es ja trotzdem testen. Ich bin Michi eher überdankbar. Ich muss Michi dafür in Dortmund eigentlich zum Essen einladen. Dass er das überhaupt macht. Nur mal knapp 10.000 Counter für Shiny Arceus. Oh ja, okay, das glaube ich. Das ist sehr seltsam. Okay, wegen der Nimbus und hier habe ich mega Bock auf Doubles. Hey, ist ja mega cool. Okay, ich glaube, das war's, ne? Ja, ich glaube schon. Ja, sehe ich. Das war so ein guter Reset. Wir sind jetzt schon bei 28. Wie alle hier oben sind. Ich finde es so cool. Mittlerweile sind wir jetzt zu 6, oder? Ja. Das ist so witzig. Welche Tabelle waren die, meinst du? Ah, genau. VGC-Teams, ja. Das ist so witzig. 35. Ich habe immer meine Route, die ich jetzt hier so ablaufe. 37. Ich habe immer einmal da unten, dann einmal hier rechts, dann in den Raum rein und wieder dasselbe. 40, let's go! Alle in den großen Raum! Und ich will sehen, die kommen da alle. Ah, das ist cool. Das ist so winzig. Ehrlich, wie so Ameisen. Ich heier das. Hallo Maurice, was geht? Same, Jesse, same. Das ist so witzig.
Oh, Banger. Banger. In Zukunft, wenn wir das wieder machen, Chat, müssen wir uns absprechen, dass wir alle in denselben großen Raum immer gehen. Ich finde es, glaube ich, mega witzig, wenn wir jetzt hier so zu acht wären. Und dann immer wieder alle rumlaufen, dann alle Link da dort in dieser kleinen Ecke einsammeln und dann alle in diesen großen Raum gleichzeitig rein. Das ist so witzig. Und dann alle hier am Start. Das ist allgemein so das Coolste, wenn halt auch alle hier so in dem Raum sind. Sei denn, eine andere Person möchte unbedingt natürlich in einem anderen Raum sein, das ist sowieso komplett entspannt. Wenn da irgendwie ein Mon ist, was der Person, was sie unbedingt haben möchte. Das ist natürlich auch komplett legit. Free Guys One, wie braver. So dumm. Okay, wir müssen gleich resetten. Effizienz. Okay, ist hier noch irgendwas? Ich glaube nicht, ne? Ne, wir gehen für den Reset. Okay. Jetzt können wir chillen. Brava einen begrüßt, komme ich mir von ihm immer so ausgelacht vor. Ja, sehe ich. Brava aber der coolste aus der Reihe, da sind wir uns natürlich alle einig, Chen, ne? Ist ja klar. Brava schon der coolste. Scheiße, Maurice. Na, wie viele Encounters ungefähr resetten? Also wenn du in einem großen Raum bist, dann empfehle ich einmal den kompletten großen Raum abzulaufen, dann einmal resetten und dann habt ihr wahrscheinlich schon so das Maximum. Dann macht ihr nochmal den zweiten kompletten großen Raum. So, sagt ihr dagegen, existiert. Richtig. Das ist wahrscheinlich so mal, oh komm, was geht? Das ist wahrscheinlich so das Smarteste, wie man so gut effizient arbeiten kann. Immer zwei große Räume mitnehmen. Na. Boah, ich wollte gerade sagen, ich überlege fast sogar jetzt nochmal zu resetten. Das Sabaton endet nie da. Irgendwann wird er enden. Unter 100 Stunden quasi vorbei. Ja, quasi vorbei. No, Sabaton. Ja, ist quasi schon over, Chat. Unter 100 Stunden. Basically schon over. Trotzdem gebrochen. Ein Shiny Encounter ohne Shiny bekomme ich mit und hat Gold, aber das Auftauchen der Shiny so Gameplay, na, das verpasse ich generell. True. Aber Abra gerade ist richtig cool zum Hunten. Abra macht richtig Spaß zum Hunten. Ich will nicht dein PC sein. Ich will auch nicht mein PC sein, wirklich. Sei ich dir ganz ehrlich.
Der hält schon gut was durch. Das ist true, Sven, ja, das ist true. Okay, hab ich den Raum hier fertig? Ich glaube ja, ne? Oh, ne, das ist noch wieso. Gut getan. Dann lieber der Wasserhahn, ja, ja. Wassermarsch. Ehrlich so. Okay, let's go. Und direkt rein mit dem Dick. Wieso muss das? Direkt rein mit einem Dick. Oh, nächste Person am Start. Kommen die, glaube ich, von rechts aus dem großen Raum langsam alle raus. Ich da. Oh, da kommen sie langsam. So, ja, geht es auch direkt hoch auf 11, 12, 14. Man merkt direkt, die Leute sind fertig. 15. Warum mache ich die Untergrundhand? Ist das so viel effektiver? Nein, absolut gar nicht. Aber es macht über Spaß. Macht Spaß mit der Community zu Shiny Hunten. Weil wir alle quasi gemeinsam am Ziel arbeiten für die erhöhte Shiny Chance. Das ist sick. Wir sollten den Wassermarsch als Community mit Ziel Invest nutzen. Wenn das jemand ausgibt, kriegen alle, die am Stream teilnehmen. Hm, was haltet ihr davon? Finde ich eigentlich auch immer geil. Ich finde allgemein jeder. Ich finde allgemein jeder sollte. jeder sollte immer, wenn Wassermarsch kommt, was trinken. Bleibt ihr auch hydrated, Chat. Die Gang. Die kleinen Chibi-Gang. Alles Malocha hier. Okay, 37, Chat. 37. Und Dingtri, alle rein in den Raum. Jawohl. Let's go. Let's go, let's go, let's go. Ausschwärmen, meine Bienen. Das ist auch der Sinn von einer solchen Belohnung. Beheizt ist es auch der Sinn von der Punktbelohnung. Safe, safe, safe. Das ist auch das Coolste. Wir haben ja auch eine Ecke zu dritt. Okay, das ist sick, das ist sick. Ja, Maurice, na klar. So läuft es hier. Oh, hab ich keinen Mon? Damn. Oh, das ist ein Tarnel. Gönntunnel, Gönntunnel, gönn, 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 gönn. Das wäre so big, das wäre so big, das wäre so big. Dass hier Daltane und Lavita gibt, ist halt ultra nice. Leider nicht, Nachtine, nur ein paar sehr lustige Momente. Wir sind gerade alle irgendwie zu sechs oder so in einem Raum. Wir sind alle zu sechs hier in dem Raum. Das ist ultra witzig. Und wir haben alle jetzt dieselbe Route hier.
Und es sieht echt so aus, als wären wir so Arbeiterameisen oder so Arbeiterbienen. Wenn wir dort die Dichte einsammeln. Das ist wirklich das Witzigste. Dickstar. Mein V. Falls ihr mithalten wollt, Chat, ne? BDSP anschmeißen, dann in den Untergrund kommen und beim Passwort 1208 1208 eingeben, falls ihr den Code nochmal braucht, Ausrufezeichen Untergrund. So, ich glaube, die erste Dings habe ich voll, ne? Wir resetten jetzt. Jetzt wird resettet. Man könnte jetzt theoretisch gesehen auch nochmal so, ich könnte jetzt hier in das erste Mon reingehen, hier in Noctusca und dann nochmal resetten. Aber erstens ist dann Schrödingers Shiny, die restlichen Mons, die im Raum sind. Und zweitens kann es natürlich auch überschief gehen. Da ist ein bisschen Gamba, ja, ja. Safe, safe, safe. Shiny Manta hat mich gebrochen. Hat einen Shiny Zubat gehabt. Aber ich war mit diesem einen Mädchen in dieser Karmalatöle drin. Was macht die? Killt das Shiny Zubat. Danach erst mal 3 Tage kein Pummel mehr gespielt bei DPF. Jesse, was hältst du jetzt davon, wenn ich dir sage, dass ich mit 10 Jahren, in 10 Jahren war ich in der Höhle, wo man mit Abandor ist, Richtung Titrin, oder Avenador oder wie der heißt. Und ich habe dort, als ich mit dem unterwegs war, mein allererstes Shiny jemals, Shiny Mashok, gefunden. Und der Kollege hat dieses Mashok getötet. Das war mein allererstes Shiny, was ich jemals gefunden habe. Und ich habe danach Re-Rap, ich glaube, eine Stunde geweint. Ich glaube, ich habe danach mindestens eine Stunde geweint. Das war schon ziemlich schlimm. Du musst überlegen, 1 zu 8000 Chance. Allererste Shiny, was du je gefunden hast. Und was macht der? Der tötet es. Und ich war 10 Jahre alt. Ich wusste, was Shinies sind. Ich wusste, wie selten die Dinger sind. Und dann macht er so mit mir. So, als den Shiny hatten, ja, ja. Das war meine allererste Shiny-Begegnung. Leider war sie nicht schön. Nee, eigentlich finde ich den ziemlich cool. Ist der kleine Bruder von Ignaz und Ignaz ist mein Lieblings-Top-4-Leiter. Aber war trotzdem schon sehr gemein in dem Moment. Okay, ich glaube, ich bin fertig mit der zweiten Rotation. Gut, dann geht's für mich weiter auf die Jagd. Ja, ja. Die Endes-Begleiter sollten ein Attackenverbot haben, wenn Shiny auftauchen. Ehrlich so! For real, oh Gott, oh Gott. Weil der Geist-Pokémon an erster Stelle ist schlau. Ah, wegen Ausweglos, ne? Ja. It's true.
Geistermonster oder Flugmonster an erster Stelle ist wirklich smart. Das sagt mal Nebel. Okay, okay. Ja, genau. Eine Person, die bei uns in der Lobby ist, ist ganz links, ne? Eine Person ist ganz links. Aber wir sind hier zu sechs. Eine Person ist ganz links. Sind wir acht in der Lobby oder sind wir sieben? Ist noch jemand bei uns in der Lobby, der die nicht bei uns ist? Hat dich mal gefragt, ob du Pirate feierst und du hast gemeint, ja, sehr sogar. Aber leider streamst du das nicht, beziehungsweise habe ich dich das noch nicht spielen sehen. Würde eine YouTube-Serie von dir mal mit Pirate mal sehr fühlen. Also, das Ding ist, ich fühle Parworld sehr, aber das würde dem Sabaton hier gerade echt schlecht tun. Ah, du bist mit rechts, Jakob. Okay. Es würde dem Sabaton echt schlecht tun, wenn ich die ganze Zeit jetzt Parworld streamen würde, weil es interessiert nicht so viele Leute. Und ich selber wäre wahrscheinlich zu gefangen dort drin. Und ich fühle bei solchen Games nicht, die nur ein, zwei Stunden am Tag zu spielen, wenn bin ich da vollkommen committed. Aber ansonsten, Ausrufezeichen VOD, findest du dort auf dem Kanal sehr viel Parworld-Gameplay von mir. Wie ich meine, da siehst du meine ersten Eindrücke zu dem Game und so weiter. Das ist actually ziemlich viel. Ja, Frocky. Ich bin in der coolen Lobby. Bist du bei uns war oder wie? Spaß. Versucht. Einfach so ein Potron-Zahn mit der Methode. Ja, sehe ich. Im ersten Shiny waren Let's Go. Hatte vorher einfach nie eins bekommen. Das ist fein. Oh, wir sind bei 39. 40! Let's go! Alle rein da! Nichts zu danken. Allgemein-Chat, Ausrufezeichen VOD, abonniert sehr, sehr gerne den VOD-Kanal. Dort bekommt ihr für jeden einzelnen neuen Abonnenten eine weitere Minute auf den Timer. Abonniert da sehr, sehr gerne rein. Ja, ja, ne? Pirate wirklich sick. Ich port rein. Ich glaube, es würde mir auffallen. Da würde ich euch leider nichts dafür geben. Muss ich leider so sagen, dass ich da euch nichts dafür geben würde. Apropos VOD-Timo, kann ich ein bis zwei Clips aus dem VOD-Club für mein Video? Na, selbstverständlich, Solid. Ich sag sowieso immer auch alle Personen, die irgendwie überlegen, Content aus meinem Content zu machen, ihr habt völlig freie Bahn-Chat. Wenn ihr hier sitzt und sagt, ey, ich versuche irgendwie, ich habe Bock irgendwie mit TikTok-Videos groß zu werden, habe aber selber keinen Bock Content zu machen oder so. Ihr dürft von mir aus 1000 TikTok-Kanäle erstellen, wo ihr irgendwelche Edits macht. Ihr könnt dort hochladen, was ihr wollt. Wirklich, ihr habt freie Nutzung von jedem meiner Videos. Also von allem. Ihr dürft alles free usen. Am besten natürlich irgendwie verlinken oder so, das wäre mir natürlich wichtig. Aber ihr könnt es free usen, komplett free. Ihr könnt tausende Millionen Klicks auf meinen Nacken machen. Ihr könnt von mir aus später selbstständig sein mit meinem Content. Ihr könnt von mir aus meinen Poma-Sachen Let's Play Parts hochladen. Oh, ah, da haben die, das sind 331 DVs, ne? Ich mach Reaction-Kanal auf und reagier auf die Stream-Stellen, in denen du stehst. Könnt ihr machen. Reupload deine Videos. Das dürft ihr nicht machen. Das dürft ihr nicht machen. Mein Content dürft ihr nicht re-uploaden, aber ihr dürft mein Content ansonsten free usen.
Ihr könnt auch auf meinen Content reagieren, so viel ihr wollt. Wirklich, ihr dürft alles nutzen. Free. Gar kein Problem. Wenn ihr jetzt Bock habt, eine Shiny Reaction von mir auf YouTube Short oder TikTok hochzuladen, juck, könnt ihr machen. Ich mach's natürlich selber auch, aber könnt ihr natürlich auch machen. By the way, weil es mir gerade wieder in den Kopf kommt, hast du nicht mal ein Mario Party Turnier geplant? Das hattest du mal im Sabaton erwähnt. Yes! Ist auch immer noch in Planung. Es fehlen noch 2 Teilnehmer, ist das Problem. Da muss ich mich unbedingt weiter ransetzen. Scheiße, Anna. Anna gedribbelt. Yes, und ich habe sie von Nebel. Gute Nacht, Jesse. Schlaf gut. Guna, guna, guna. Jetzt könnte ich zum Beispiel noch einen taktischen Reset machen, aber bleibt bei meinem System mit 2 Dings. Ich will keine Schrödinger Shinies. Ich wünschte, also sowas hier würde ich mir für die Zukunft öfter wünschen, dass es sowas gibt wie das hier. Ich würde mir nur wünschen, dass entweder, also es gäbe 2 Optionen, wie das hier noch attraktiver wäre. Erstens, wenn die Shiny-Chance 1 zu 512 wäre oder wenn man die Mons in der Overworld sehen würde, ob die Shiny sind oder nicht. Das wäre ultra sick für das System hier. Aber ich finde es so immer noch cool. Aber wäre das zusätzlich noch dazu, wäre ultra geil. Das stimmt, nehmen wir ja. Und allgemein gucken, wer so in der Lobby ist. Oder 50 Spieler gleichzeitig, wäre auch ultra sick. Lobbys größer machen wir auch sehr nice. Also mal gucken, was sie in Zukunft allgemein noch rausbringen. Mal gucken, was da in Zukunft noch so kommt. Gegrindet. Muss mir gleich was zu essen machen, Chat. Aslaya guckst. Guna, guna, guna. Alright, Chat. Bei uns in der Lobby ist wieder ein Platz frei, falls ihr uns joinen wollt, ne? Oh, Wave ist auch raus. Wir haben 2 Plätze frei. Aber ich würde maybe auch sagen, das hier ist wahrscheinlich die letzte 40er-Rotation, die wir machen. Ich glaube, das ist fein. Safe, Arnie, safe, safe. Aber wir werden das die Tage auf jeden Fall noch öfter machen. Aber kommt gerne noch rein, die 40er-Chain hier nehme ich easy noch mit.
Du warst auf der anderen Seite, Waver. Damn. Das heißt, unser 6er Squad besteht hier noch. Kam schon ein Untergrund-Shiny? Elektrogott hat schon Shiny Shiggy bekommen. Ruffy ist bei uns gerade reingejoint. Okay. Big. Oh, wir sind da, glaube ich, schon zu siebt, habe ich gerade gesehen, oder? Oh, da kommen gerade zwei Leute rüber. Okay, so ein Turowabu. Oh, Felix ist reingejoint. Let's go. Okay, wir sind zu siebt hier. Die letzte Person müsste eigentlich auch noch zu uns rüberkommen. Wir sind in der Mitte, ganz rechts. Oh, wir sind alle acht hier, oder? Eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs, sieben. Ja, wir sind alle acht Leute hier. Okay, big. Okay, vielleicht machen wir doch noch zwei Rotations. Das ist gerade zu cool. Wahrscheinlich wollte Felix in... Oh, let's go! Wahrscheinlich wollte Felix in die Lobby hier rein. Weil ich ihn nicht verübeln kann. Let's go, rein, da alle rein! Was macht ihr eigentlich gerade? Worum geht's? Wir Shiny-Hunten gerade alle zusammen. Man kann die Shiny-Odds hier vergrößern, wenn man alle 40 Dicta eingesammelt hat. Und dann hat man eine erhöhte Shiny-Chance. Dicta. Es ist Februar. Das bedeutet... Gamba, auch wenn mein Geld noch nicht da ist, so will ich jetzt schon den Spin abholen. Vani, vielen lieben Dank. Sehr, sehr, sehr appreciated. Ich mach kurz die 40er Dicta hier durch und dann bekommst du sofort deinen Spin. Ich danke dir vielen lieben Dank, wirklich. Sehr appreciated. Danke. Das ist sehr appreciated. Yes. Du bekommst sofort deinen Spin. Gamba. Wirklich vielen Dank. Ich gebe dir aber schon mal die 60 Minuten auf den Timer. Die kriegst du auf jeden Fall schon mal. Wenn wir 3 Stunden spinnen würden, dann wären wir bei 99,39. Das ist ja auch wild. Habe ich es heute endlich mal einen Tag unter 100 Stunden zu finishen. Auf die Dreifachzeit ab. Ja, sehe ich.
kann resetten, oder? Ja. Okay, danach machen wir noch eine letzte Rotation. Aber nachdem ich hier die 30 gemacht habe, dann, also die, den Raum hier gemacht habe, nachdem ich den Raum hier gemacht habe, bekommt Bunny kurz hier einen Spin. Und dann machen wir noch eine extra Rotation. Weil es so viel Spaß macht. Wurde schon Shinies gefunden? Yes! Es wurde schon Shiny Shiggy gefunden. Hast du einen Plan fürs Wochenende, was du so streamst? Wir werden am Wochenende einen Abend auf jeden Fall werden wir ein bisschen Lifestyle-Getränke trinken. Weil wir die, mein Jubiläum feiern. Oh, let's go, Troglau, let's go. Weil wir mein Jubiläum feiern. Und zwar mache ich seit 10 Jahren Content Creation. Ich mache seit 10 Jahren YouTube. Mein erstes Video habe ich am 31.01.2014 hochgeladen. Freitag oder Samstag? Wahrscheinlich eher Samstag. Wahrscheinlich eher Samstag. Und das wollen wir feiern. Und ansonsten habe ich noch keinen direkten Plan. Reaction auf das erste Video können wir gerne machen. Können wir sehr, sehr gerne machen. True or not true? Monoi, was geht? Dankeschön. Dankeschön. Gum. Gum, gum. Komm. Es gibt Razor Rig. Gar nicht mehr. Ich will gar keinen. Ja, Follow Age funktioniert leider aktuell nicht, was ein bisschen sad ist. Ich muss mich da mal drum kümmern, aber ich habe von sowas so keine Ahnung. Yes, wir scheinen ja gerade einmal in strahlenden Diamant und leuchtende Perle mit der Community alle zusammen. Das ist actually oberwitzig. Und war was Gorgler in Puma und Platin eigentlich immer lila. Ich habe keine Ahnung, die haben allgemein damals Farben geändert. Das Witzige ist auch, dass Glurak in Gen 2 auch ein lilanes Shiny hatte tatsächlich. Okay. Junge, was? Soll ich schon seit 2015 am Start? Ich kann ja auf Solids Namen draufklicken. Krank. Account created Mai, 16. Mai 2015. Following since May 17. 2015. Krank, Solid, krank. Solid hat einen Tag, nachdem er seinen Twitch-Kanal erstellt hat, hier reingefolgt. Das ist insane. Das war for real insane. Bald Neunjähriges. Einen Tag hast du nicht gefunden. Hab wegen dir erstellt. Das ist ehrlich sehr, sehr sweet, Solid. Das ist unehrlich sweet. Die Melde so früh schon Twitch gehabt haben. Junge Michi, wie alt warst du 2015? 2 oder so. Okay, ich gebe ganz kurz Barney hier einen Spin. 11. Krank. Ich glaube, ich folge dir seit dem ersten Jahr am Event. Das kann eigentlich sein, ja. Das kann sehr gut sein. Warte, seit dem 10. März 2023. Ist auch schon bald ein Jahr her, ne? Das ist crazy. Okay. Barney kriegt ihren Spin. So. Okay. Okay, okay, okay. Barney, du bekommst. Ach du Scheiße, als ob wirklich 3 Stunden auf den Timer kommen. Let's go, geht's denn? Ja, Big. Ach du Kacke. Ja, sind wir bei 99,33.
festgestellt, wir werden heute diesen Stream unter 100 Stunden beenden. Barney, vielen Dank. Sehr appreciated, Dankeschön. Wir werden heute diesen Stream unter 100 Stunden finishen. Yes. Aber vielen Dank. Sehr appreciated, Dankeschön. Das war big. Das war ein Big Spin. Stopp. So, last round im BDSP Hunting. Safe. Ganz einfache Kiste würde es hier sein. Ich call es heute. Ist auch kein Donation Bait oder so, also wirklich nicht. Aber wir werden ihn heute unter 100 Stunden finishen. Das habe ich gestern auch schon gesagt. Soll ich nochmal spinnen und das gleiche bringen? Buddy, du, dein Februargeld ist noch nicht da. Ist dir denn eigentlich gut zu spielen? Nee, dir denn ist Oberarsch. Gibt kein Format, in dem dir denn je gut war, glaube ich. Der ist leider ein Oberopfer. Also ich mag den dann actually, aber zum Spielen ist er schon ein Opfer. Ich wollte die letzten zwei Tage schon unter 100 Stunden wenden. Was denn die Shiny sein? Shiny Zoroark. Jeder kann Pachirisu sein. True. Gunasafa, schlaf gut. Genau, im TCG war der Action mal gut. Alle in den großen Raum-Chat. Im TCG war der dann strong, das stimmt, ja. Der hat eine strong Ability. Let's go, alle rein da. Ich dachte gerade für eine SML, aber hab leider schon Fairy-Type. Ja, sehe ich. Last one, jetzt soll er gönnen. Unmengen an Kamerup. Also bei mir war kein Kamerup. Jetzt muss er gönnen. Honor Mitodos. Mitodos ist sick. Den haben Press und ich damals gepickt. Der ist obercool. Ich würde ihn immer wieder picken. Hab schon Psychic-Type. Wenn es nicht Kadabra ist, will ich ihn nicht. Was ist dein Psychic-Type? Girafarig. Naja. Ich weiß ja nicht. Okay. Haben wir die Weile? Ja, okay. Den gab es damals noch nicht. Das sehe ich. Ja, check ich, glaube ich, ein bisschen. Ist Doppelstrahl ein Ding auf dem? Ich weiß es nicht. Kann man den gut zocken? Gab's ja damals auch nicht. Wenn ich Ahnung hätte, dann würde ich nicht nach Hilfe fragen. Scheiße. Das ist natürlich unangenehm. Ich glaube, Lake Deck ist actually auch not bad. Was hast du denn bisher, Honor? Schreib mal deine Mons, die du bisher alle hast. Ich trau mich nochmal den Spin zu drücken. Auf die 100 plus zurück. Barney, dankeschön! Vielen lieben. Mann! Sehr appreciated, dankeschön. Okay, wir sind wieder bei 100 Stunden, Chat.
Wir machen gleich den Spin. Vielen lieben Dank. Wirklich, Dankeschön. Ich mache heute noch ein bisschen, okay? Wir werden heute unter 100 Stunden finishen. Vielen Dank, Mali. Dankeschön. Gamba! Hallo, Mike. Was geht? Wir werden heute noch unter 100 Stunden kommen. Okay, reset mir hier. Ich glaube schon. Ah, das ist unsichtbar. So, dadurch, dass es eh die letzte Runde ist, kann ich gleich nach dem Raum-Reset, kann ich für dich schon mal spinnen. Willst du noch 3,5 Stunden machen? Tendenziell ist es sogar der Plan, actually. Ungefähr. Ja, nicht ganz. Okay. Was, wenn um 2 noch 100 Stunden ist? Dann habt ihr mich gebrochen. Okay. Okay. Dein Spin. Oh Gott, perfekt noch resettet. Sehr gut, wir machen gleich den Raum noch. Vani, dein Spin kommt hier! Ich rechne natürlich auch die BD-Zahl am Ende drauf. Okay, 30 Minuten auf den Timer, damit bin ich fein. Absolut fein. Das waren fast 1,5 Stunden auf den Timer. Das war close. Warum ist hier eigentlich 30 Minuten auf den Timer, 1,30 auf den Timer und 3 Stunden auf den Timer so nah aneinander? Holy shit. Aber vielen Dank. 100 Stunden, 6,50. Das kriegen wir noch hin, Chat. Okay. Overall Tag, Wackel, Girafarik und Gaunux. Du hast ja einfach kaum Typings, die man braucht. Was dein Bulky Water Type? Was dein Electric Type? Was dein Ground Type? Water Schmorter? Scheiße. Noch 14 Minuten, du kriegst es heute nicht mehr hin. 14 Minuten? Ach so, oh. Jetzt habe ich es gecheckt. Ja, ich meine, bevor ich schlafen gehe. Also ich werde heute bis aller spätestens 2 Uhr machen. Ich werde es heute schaffen. Wir machen jetzt alle mal einen entspannten. Guck mal, Sabaton jetzt auch schon lang genug. Oha! Attacke! Aua! Finger gestoßen. Soll Discord schauen. Oha. Okay, Chat. Sekunde. Das ist insane. Okay, Chat. Solid. Darf ich vorstellen? Dein Voltula, holy shit! Das sieht ja insane aus! Das ist ultra stark! Das ist richtig, richtig strong! Das ist wirklich insane! For real! Yes! Wirklich der cuteste. Schicke ich dir auf Discord Solid. Wirklich Lou, einfach die krasseste. Kann mir keiner was erzählen. Was
nicht das Wollte oder Süß sein kann. Ja, ne? Richtiger Süßi. Ich bin die ganze Zeit AFK. Habe ich hier überhaupt noch Mons? Oder wo ist das? Ah, ein Octus kam mir noch. Das ist finale Encounter. Schade. Leider. Leider, Schmeider. BDS bin ich gegönnt. Aber es hat ultra Spaß gemacht. Das machen wir auf jeden Fall wieder, Chat. Das freut mich wirklich sehr, du, wirklich. Oh, da ist ein Pionskura. Oh, vielleicht ist er die Erlösung. Das freut mich wirklich, 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 wirklich sehr. Okay. Hätte ich ihn nicht haben wollen. Ich hab den schon. Hey, Chat, aber dickes Razor Love. Erstmal natürlich für Lu. Aber natürlich auch für die coolen BDSP-Hans. Das war for real sick. Okay, wen schlägst du, Solid? Oha! Ich wünsche dir eine gute Nacht, Solid. Schlaf gut! Wann BDSP Hide and Seek? BDSP Hide and Seek auch so witzig. Und ich glaube, man könnte sich teilweise echt übergut verstecken, oder? Dass man eigentlich sieht. Wirklich so gar nicht. Ich dürfte halt nicht auf die Karte schauen, das Problem ist, nicht so die Karte abdecken. Check diese Handding zwar irgendwie, glaube ich nicht, aber scheint halt immer gut war. Ja, safe! Oh, gefunden! Drehen die sich hier immer noch? Nö. Oha! Wie macht man den Daumen nach oben? Rufen! Oh, da kann man so kämpfen, oder? Könnt ihr hier mit mir interagieren? Nee, das geht nicht. Da gibt es den Win der Woche. Okay. Ich lasse von Inge kein Foto machen kann, Mikao, das ist true. 07 an die Hunter hier draußen. 07, es wird Zeit zu gehen. Es war mir eine Ehre. Safe, Highway, safe, das ist so cool. Right, no, man sieht sich. Tschüss.